Was geht ab, Chat? Alles fresh. Und jetzt erstmal pennen. Ja, mach das, Digga. Ich wollte eigentlich früher angehen, aber ja. Champions League war lang. Und dann noch was gegessen. Hat sich ein bisschen gezogen. Aber ich denke, man geht trotzdem klar, besser wie gar nicht anzugehen. Eieiei. War auf jeden Fall torreiche Spiele, sagen wir es mal so. 2 Millionen in Walkouts investiert. Oh, Chat, ich weiß nicht, was ich mit diesen Champions League Karten machen soll. Die machen mich kaputt im Kopf, bin ich ehrlich. Weiß nicht, soll ich die noch halten bis Freitag oder weghauen einfach? Ja, ich werde nur bis 2 machen, Rado. Weil das Ding ist halt, am Freitag kommt Champions League Event. Alle abstoßen, nee, abstoßen auf keinen Fall. Wenn dann für 900 bis 1k verkaufen, gehen ja für 1k weg. Ist halt das Ding so. Klar, wenn die am Freitag, ich weiß halt nicht, ob die war was bringen, so. Halt die bis Freitag. Ich kann halt in der Zeit gar nichts machen, so gefühlt, ne. Halt dann besser. Weil das Ding ist, es sind auch 81 plus Champions League Karten geleakt. Das ist das Ding, aber ob das als SBC tut halt echt weh. Ja, wenn nicht früher oder später müssen die einfach alle rein. Ja, das Spiel von Bayern, ja, war sehr interessant auf jeden Fall. Aber guck mal, man muss schon sagen, das ist schon sehr, sehr fresh. Letzte Woche, die verlangen vor zwei Wochen, die verlangen vier Champions League Karten. Letzte Woche gar keine, die Woche eine, was ist das? Weghauen, aktiv trainen. Vielleicht mache ich das morgen, wenn morgen 19 Uhr nichts kommt, die einfach weghauen. Ich habe auch schon alle auf die Liste gestellt. Für so plus minus null. Wie viel sind da weg? Wow, 3 Stück, geil. Oh, 10 Jahre, bis die weg sind. Ja, so, okay, das ist sogar... ja, das ist sogar sehr gut. Hier, der hier. Über 1k Gewinn. Champions League Karten haben sich gelohnt, Kappa. Ich hoffe halt noch, dass die noch was bringen. So. Ich warte mal. Ich glaube nicht, dass die am Freitag, wenn UCL irgendwas bringen, UCL Upgrades oder so. Ich glaube, wenn, dann bringen die das morgen. Oh, Eduardo schon auf 160. Wie viel wird der noch steigen? Richtung 200 kann der easy noch gehen. Das ist der einzige Rechtsverteidiger aus der Serie A, der spielbar ist. Und der einzige, der den grünen Link zu Ronaldo hat. Das, du siehst das als zum Beispiel bei Renato Sanchez ist das beste Beispiel. Klar, der linkt auch noch mit Mbappé und Neymar, was ihn nochmal interessanter macht. Ne? Jede Stunde 3 weggehen. Vorhin habe ich sogar mal 10 verkauft, aber ja, das ist Katastrophe, sag ich, wie es ist. So. Ich blockiere mir auch die Liste. Guck mal, ich würde so viel Coins in der Zeit machen. Wenn morgen nichts kommt, gehen die Baden, die Karten. Dann gehen die alle drauf, immer. So. Ja, Brad, das ist auch schlau. Wenn man so High Budget hat, so, dann sollte man nicht so wie ich in so Müllkarten gehen, Digga. Sanchez auf 70k war. Auf 5, ich habe damals überlegt, 65k war der dann am Anfang. Habe ich überlegt, ist es zu teuer? Hab überlegt, ob ich 3 mitnehmen soll. Hab's nicht gemacht. Ja, Langzeitinvestments gehen manchmal gut auf. Letztes Jahr haben die echt gut reingescheppert. Gladbach zum Beispiel mit 700k rein, mit 3,5 Millionen raus. Aber ich glaube, EA hat das verstanden und macht sowas nicht mehr, dass so Karten rasant ansteigen. So. Ich werde das auch nicht mehr machen, Digga. Ich blockiere mir die Liste schon seit 2 Wochen. So. Bringt gar nichts. Ja, mache ich. Dann mache ich das. Ich werde das dann wahrscheinlich morgen alles verkaufen. Und dann mache ich zwar 700k minus mit den Karten, aber das holen wir in 2-3 Tagen wieder rein. So. Es tut zwar weh, aber ja, muss man halt dann akzeptieren. Das muss man halt dann leider akzeptieren, auch wenn es weh tut.
Ja, die Sozi. Aber guck mal, ich verstehe halt auch nicht so, warum die nicht mal eine SBC bringen. Ich habe aber überlegt, warte, welche Karten wollte ich halten? City, weil manche können noch Top-Partien. City spielt gegen Liverpool. Aus Fehlern lernt man, ja, ist so. Jeder Mensch macht Fehler. City, Liverpool, Bayern, Dortmund. Die Spieler wollte ich eigentlich behalten, so, weil die würde ich noch nicht weghauen, so. Die anderen, weil so ein Boateng, lass mal Bayern, Dortmund am Donnerstag kommen, am Abend. Ja. Gibt Schlimmeres. Klar, trotzdem tut das weh, Digga. Trotzdem tut das weh. Klar, ich habe schon so viele dicke Gewinne gemacht, dass das im Endeffekt, ja, tut trotzdem weh. Das ist das Ding so. Denkst du, CR7 wird am Freitag sinken oder steigen? Wie viele Städte aktuell? Das Ding ist. Guck mal, ich hab die auch eh relativ günstig bekommen, so schon. Das kosten so ein Promis. Die Promis. Ist sogar noch relativ stung. Ja, 1K. Aber ja. Moin, Petalcheck, grüß dich. Das ist das Ding, ne? Ja, ich schau die jetzt einfach rein. Morgen gehen die eh alle rutschen. Wenn da nichts kommt. Lana, was geht ab? So, guck mal, das ist eigentlich auch echt so eine krasse SBC-Karte. Ich bin ehrlich, letzte hat der 5K gekostet, wenn. Aber es kommt hier keine SBC und kein Bock, die bis Footmas zu haben. Sonst alles gut. Bei mir ist alles sonst gut, Kevin. So, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich aktuell den Kopf voll, aber ich möchte trotzdem natürlich YouTube machen und Videos streamen so. Aber eigentlich aktuell, es geht mir nicht so gut, wie es sein könnte. Bin ich ehrlich zu euch. Ne? Das ist einfach das Ding. So sage ich, wie es ist. Deswegen, wenn ich manchmal ein bisschen verwirrt bin, nehmt mir das nicht zu übel, Freunde. So. 7 hat 1,58 gekostet. Der war schon deutlich billiger, der war aber auch schon deutlich teurer. So, ich sag mal, der Preis ist okay, ist aber kein Top-Preis, ne? Nee, nicht wegen den Karten. Ist was Privates, ist nichts wegen den Karten. So, das ist die kleinste Sache. So, was Privates deswegen. Aber ich kann darüber, ich möchte darüber auch jetzt nicht im Stream reden. So, das ist was Privates. So, das ist ja. Welches Video, Lana? Video gesehen. Digga, auf YouTube wird am Tag ein Video hochgeladen, oder was? Okay, mäßig. Ja, aber guck mal, ich bin ehrlich so, lieber stream ich und versuche mich abzulenken, so, ja, und das so gut zu vergessen, so gut wie möglich. Die Geschichte hab ich mir angeguckt, ja. Ja, natürlich, Kevin, richtig. Meinst du, Joe Gomez Inform könnte man mitnehmen als Invest? Ist schon gestiegen, oder? Wir gucken mal, warte mal. Der war bei 400, wollte ich mir mitnehmen, hatte damals nur 250k. So Informs sind immer krass zum Investieren. Und gerade, wenn ihr die lange haltet, weil es gibt verrückte Spieler, auch ich gehöre dazu, die diese Karte frisch haben wollen. Ist einfach so. Schreibt mal eins in den Chat, wer mag frische Spieler so? Wer von euch kauft nur frische Spieler so? Ich denke, da ist der ein oder andere schon am Start, der nur frische Spieler kauft, ne? Safe. Wie viel kostet er? Den würde ich schon gar nicht mehr einkaufen. Was? 400 war der. Leck mich fett. Digga, das ist so nett. Oh mein Gott, Digga. Das wäre 90k Gewinn gewesen, fast. Der war. Ja. Eieiei. Hast alle Karten verkauft. Nee, ich hab vielleicht 20 verkauft oder so. Ich habe 19 Uhr gesehen, dass die scheiß Voraussetzungen kamen. Hab die alle einmal angeboten und seitdem war ich nicht mehr ein FIFA, Digga. Wenn er out of packs ist. Der ist morgen out of packs. Kann noch höher gehen. Aber das Ding ist halt, der Link zu Walker grün, der Link zu Alisson grün, der Link zu Van Dijk, ne? Verkaufe ihn ab 500. Du kannst den Safe auch für UV reinstellen. 5,30, 5,40, der geht auch Safe dafür weg. Mir fehlen gerade 100k für CR7, welche. Würdest du mir empfehlen, um bis Donnerstag 100k zu machen? Da musst du ja nicht viel machen. Mach die Non-Ware-Methode einfach damit. Die 400 holen, 600, 700 rein. Machst das ein paar Runden, dann hast das ruckzuck zusammen eigentlich. Würde mich natürlich freuen, Freunde, wenn ihr alle einen Daumen hoch geben würdet. 100 Leute am Start, korrekt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Singen ja MAP und Rashford bald. Die werden bald sinken, wenn der Marktcrash angekündigt wird. Der lohnt sich sehr, sie holen oder auf Inform warten.
Ja, wird sich schon lohnen. Inform wird halt 3 Millionen kosten. Ne? Wenn du natürlich genug Münzen hast, kannst du auch auf den Inform warten. Aber muss erstmal warten, bis er 3 Tore macht. So, was haben wir hier noch erboten? Ja, wow. Lächerlich, Digga. Hier ist schon Nummer. Ach, come on. Gar keinen Bock mehr auf die Karten. Was kosten die? Sind die Abschlusspreis? Safe, ne? Fucken die mich ab, diese Karten, Digga. Das mach ich nie wieder. 3.500, Digga. Das kostet einen Kolarov. Hätte ich für 1,5 verkaufen können. Okay, ist immerhin noch teuer. Okay. 1,4 auf 1,5 kriegt man den sogar weg. Immerhin. Ja, 1,4, 1,5 wahrscheinlich. Ja, 1,5 kriegt man den weg. Gut, den habe ich oft für 1k geholt. Aber, ja, wird es dann mühselig, die wegzubekommen. Wie lange willst du die noch behalten? Bis morgen Abend. Wenn morgen Abend nichts kommt, tausche die alle rein. Dann gehen die alle rutschen. Die sind schon auch alle drin. Also, guck mal, ich habe schon so viele drin hier. Vielleicht auch zu teuer. So halt, dass ich kein Minus mache. Ne? So, oder kaum Minus. Mein Team, Peter, ich habe aktuell nur ein Schrottteam, aber kann ich dir zeigen. Wir werden heute auf jeden Fall ein paar Aufgaben machen für diesen Moilett. Großen ging gut weg, hatte 5 im Verein. Die blauen oder alle? Das ist aktuell mein Team. Was hat denn der Koman für eine Mähne gekriegt? Richtiges Vogelnest hat er da drauf bekommen. Das ist mein Team aktuell. Wie gesagt, rechts ist noch ein Bailey von Leverkusen, das ist kein krasses Team. Dominik, grüß dich. Ich will einen Tipp geben, wie ich mit 220k gut trainen kann. Ausrufezeichen 100k, schau dir das gerne an. Alle Russen sind teuer. Bronze, als ob. Ja, ich habe keinen Platz jetzt auf der Liste. Schreib das am besten, oder? Nee. Schmales, locker, neues Bild. Och ja. War wohl, kam wohl gerade aus der Dusche auch raus, so wie seine Haare jetzt aussehen. So wirkt er manchmal auch im Spiel. Habe ich ein paar Russen im Verein. Sei mal her. Werden wir dann später auscashen. Ja, immerhin ein paar, ne? Nehmen wir mit. Guck mal, Boateng. Den von Bayern. Oder welchen? Oder den anderen. Ja, weg mit dem. Der hat blaue Haare wie die Champions League Karten. Weg mit dem. Haben der andere auch ein anderes Bild gekriegt? Guck mal, manche haben so Bild auch eher gekriegt, als ob die so beim Zahnarzt waren, ne? Bin ich ehrlich so. Martinez auch. Martinez hat so richtiges Bild gekriegt, als ob der so beim Zahnarzt war. Wo ist denn der Martinez? Da, schaut euch das an so. Der schaut so, als ob der gerade so aus dem Zahnarzt rauskam. Wegen Road to the Financial Card in Betracht kommen. Ich weiß es nicht, Hassan, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich weiß es aber nicht, Digga. Deswegen, ich will eigentlich nicht bis Freitag halten, so. Oder, wisst ihr, warte mal. Das müsst ihr euch auch angucken. Ich weiß nicht, wer ist der? Mendes. Den müssen wir uns mal angucken. Mendes. Schaut euch das an, Digga. Einfach Pflaster auf dem Kopf, Digga. Schaut euch das an, Chat. Der hat einfach ein Pflaster auf dem Kopf. EA Sports ist echt on point, oder? Seid ehrlich, Chat. Das ist jetzt gut. Also, wie man da drauf kommt, das... Wie kann man jemanden Pflaster auf dem Kopf machen, Digga? So... verstehe ich nicht, Digga. So sag ich, wie es ist, Digga. Das ist halt ein Bild, da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Die Transfer löse ich bis jetzt ab, 6 Millionen ungefähr, Salah. Aber ich werde 1 Million minus fast machen, durch diese Champions League Karten. Aber das ist gar nicht schlimm, das holen wir in 3 Tage wieder rein. Salah sieht auch so aus, so wie ein geschorenes Schaf irgendwie, ne? Oder so, als ob das Bild komplett irgendwie komisch gemacht ist, oder? Irgendwie sieht das Bild komisch aus. Halt gegen... ja, der hatte safe einen Fight. Gibt's noch irgendwelche Bilder, die geil sind?
Walker sieht so aus, wie wenn ich mir Gold 1 nicht schaue. Ja, war schade. Schauen wir uns an. Och, du Scheiße, Digga. Er sieht so aus, als ob er gerade aus dem Knast rauskommt, finde ich ehrlich, Digga. Adama, hat der Cap-Up auch was gekriegt, Adama. Och, du Scheiße, der wird ja komplett rasiert. Gameplay, keine Ahnung. Kein Game gemacht, Digi. Marvin, weil ich ein gutes Angebot bekommen habe und das jeder annehmen würde. So. Götze. Götze gibt's doch gar nicht, oder? Gibt's einen Götze? Götze gibt's doch gar nicht. Oder der Felix Götze. Nee. Krauset. Ich kenne den, der macht jedes Jahr so Bilder. Der Joe Gomez, was hat denn der gekriegt? Ja, das geht aber noch, das Bild. Glaubst du, jetzt kommt wieder Marktcrash wegen UCL-Event? Schwer zu sagen, ich denke mal schon, dass auf jeden Fall die Leute Panik dadurch bekommen, ist schon realistisch, ja. Werde ich wieder ab sofort teuer weggehen. Du kannst immer so, wenn du Spieler an ihrem Tiefpunkt sind, können die ja nicht weiter runtergehen, das ist ja das Ding. Fabian Klos, ja, aber danach legen wir mal los, schauen nicht noch Bilder an. Ja, Floß auf jeden Fall, Digga. Floß. Klos. Ja, geht doch auch noch fit. Das geht doch noch fit. So wäre schon in vom Verkaufen. Bei wie viel steht denn der? Immo, gar keinen Bock mehr. Ja, Chat, ihr könnt die ja jetzt selber anschauen, Digga. Ich bin jetzt hier nicht, um Bilder zu bewerten, online gekommen bei so. Chat. Das ist das Ding, so. Koscielny-Fan, richtig bin ich, ja. Rashford und Walker sind mega gut gestiegen. Ja, wie gesagt, es wird dem nächsten Crash kommen. Spätestens wenn Matt sein Dings hier Video raushaut, dann wird alles runterbrechen. Kann man für Event was investieren? Theoretisch kannst du Champions-League-Karten einkaufen, die sind bei Abschlusspreise. Wenn was kommt, kannst du nur Plus machen, so. Aber ich bin froh, wenn ich meine weg habe, so. Du kannst jetzt den Verein mit auffüllen, aber ich würde jetzt nicht mal ein All-In-Invest machen. Gnabry noch. Was ist deine Verkauf? Ne, ich verkaufe die morgen Abend, wenn nichts kommt. Dann hau ich die einfach alle drauf. Uff. Wann kommt mal eine Crew? Was meinst du hier, Rares? Digi, was meinst du? Schreib mal genau, was du meinst. Wie kann man Massenbieten machen, welche Non-Rares bekommen? Keinen einzigen. Schauen wir uns an. Wer ist in eine gute Liga? Natürlich Non-Rares. Basic. Gehen mal in die Serie A. Dann machst du hier einfach 3,50 und beats auf jeden. Trading Crew, wenn er das meint, ja, das kann man auf jeden Fall durchziehen. Wenn das klappt, von mir aus so. Zufrieden mit Goretzka. Für Preis-Leistung ist das Team gut, ja. Aber wenn Dings hier Mbappé und Co. kommt, ja. Guck mal, ich bin auch mit meinem Müllteam 10-0 gestartet oder 9-0, ich weiß nicht. So, am Ende habe ich 14-3 geholt mit dem Team. Und so, du bietest, okay, bieten die mehr oder was? Du bietest, kannst von mir aus auch ein paar Seiten nach hinten gehen, bietest immer 400 auf die. Du kannst auch snipen. Bei spanische, ja, dann geh andere Liga. Wenn du merkst, okay, spanische Liga, bekommst keinen, hier, zack, nimmst alle mit. Ja, der ist jetzt im Nirvana hinter 3.500 Schlümpfen. Deswegen gehen die Preise runter vom Preis. Ist schwer zu sagen, das kommt drauf an, was da alles kommt. Wenn da natürlich Special Packs und alles kommen, ist natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass ein bisschen was runtergeht. Wird Joe Gomez noch Gold noch teurer? Der wird wieder runtergehen, weil er ist aktuell als Inform, das heißt, der ist eine Woche aktuell nicht zu ziehen.
Da, da, da. Wir machen mal die Top-Partien, Chat. Wenn die SBC mitnehmen. Digga, dieser Forceback ist auch wieder viel zu teuer, bin ich ehrlich, Chat. So. Also diese SBCs bis jetzt, finde ich... Oder schreib mal rein. Das ist eine Tonne für den Preis. So. 4-4, Mittel-Mittel. Finde ich nicht gut. Was sagt ihr zu dem Forceback? Macht ihr den 1 im Chat? Wenn ihr nicht macht 2, so schreibt mal rein. Aber ich denke mal, kein normaler Mensch macht den eigentlich. Genauso wie das Pack hier. 75 plus für 9 Bronzespieler. Spieler sollte mal alles investieren. Ich habe die letzten 3 Tage 3 Investing-Videos hochgeladen. Kannst du dir gerne anschauen, Digi. 2. Boah, keiner macht den. Das ist halt... Guck mal, ich bin ehrlich, so für ein 83er Rating jetzt schon vielleicht mitgenommen. Aber du kannst hier nicht 84 plus 85 verlangen. So. Weil das ist einfach unverschämt. Ich will ja gar nicht wissen, es kommt ja MVP-Player of the Month, Lewandowski und Son-Player of the Month. Ich will ja gar nicht wissen, was die für die 3 verlangen. So, das ist ja. Wenn die für so einen Scheiß schon, keine Ahnung, 2 SBCs wollen. Das ist ja. Versteht man nicht, wirklich nicht. So. Wie viel denkst du, steckt Allen ab den für 36k mitgenommen? Es kommt drauf an, was kommt. Wenn zum Beispiel ein Richarlison Inform oder so kommt, kann der auch über 50 gehen. Ne? Ich würde, wenn ihr verkaufen wollt, verkauft Donnerstagmittags. Donnerstagmittags. Ey, das, hier, das hat mich so abgefuckt. Ich sehe hier schon, als ich 19 Uhr geschaut habe, kein Champions League Karte. Hier sehe ich eine, dachte mir schon, danke EA Sports. Görkim, grüß dich, Junge. Das ist das Ding. Mama, die aber mal Russe. Ah, man braucht einen Russe, deswegen sind die gestiegen. Ja, wer kann das wissen, dass man die genau Russland-Spieler vor. Das ist wieder so eine Anforderung, Digga. Habe ich einen Untauschbaren wenigstens? 2 sogar. Können wir eigentlich beide rein? Warte mal, wir machen den rein. Ja, wir machen beide rein, oder? Ah, deswegen sind die, kriegst du auch keinen Spanier, der wird das eben reingeschrieben hat, weil du hier Spanier abgeben musst. Deswegen bekommst du auch keinen Spanier für 400 erboten. Warte mal, Spieler aus derselben Liga, maximal 3. Okay, das heißt, ich kann nicht komplett Italien bauen. Denke ich jetzt nicht, Hasan. Natürlich machen die es schon ein bisschen schwerer, aber jetzt direkt. Dann würden die zum Beispiel diesen Glitch da gar nicht mehr geben, ne? Dann würden die das gar nicht mehr geben, dass du tausende Spieler kaufen kannst, wenn die gegen die Trader arbeiten würden. So. Klar kann man sagen, das ist schon nicht so fair. Guck mal, für was gibt es die Champions League-Karten, wenn Champions League Top-Partien kommt und du kannst dich machen, dass du da nur keine Champions League-Karte dann abgeben musst. Dann mach doch wenigstens, dass da ein paar reinkommen. Das ist das Ding so. Das aber, ja, keine Ahnung. Da steckt halt kein System hinter, meiner Meinung nach. So. Es scheint arbeiten, da gefühlt nur Praktikanten. Das ist halt das Ding. Das ist halt ein bisschen schade, aber da kann man leider nichts dran ändern. So, machen wir das jetzt mal. So, 3 aus 1. Warte mal, nee, ich brauche einen RM oder einen LM. Ob ich mein Team verworfen, hängt ab von den Preisen, die sich entwickeln, gehen sie hoch. Genug Spieler mit 2 Worlds, mit Billo-Themen und 6,5 Millionen Cash. Ja, ihr müsst schauen, so wenn ihr mit dem Preis zufrieden seid, geht raus. Ich würde an diesem Donnerstag Team verkaufen, wenn ihr sagt. So. Also ich würde dann nochmal die Preise mitnehmen und dann... Und wir geben den ab und machen den Stürmer rein. So. Auf wie viel Coins denkst du für CR7 MAP? Kann ich nicht sagen, Digga, weil auch ich weiß den Markt nicht auswendig. Kann viel passieren, aber ich denke mal, dass die schon so jeweils 150-200k droppen können. Ich baue mir eine teure UV-Liste mit High-Rated-Spielern, mit spielbaren Spielern. Die werden wir dann zusammen auch im Stream bauen. Das werde ich machen. Das ist halt das Ding. Ich werde halt, wenn das so bleibt, da morgen nichts kommt, werde ich halt einen dicken Minus machen, so. Aber egal. Guck mal, ich muss so sehen, ich habe die jetzt 2 Wochen. Dadurch habe ich mehr Minus gemacht, weil ich in der Zeit nichts traden konnte, so gefühlt. Weil ich die 2 Wochen gehalten habe. Und bevor ich die jetzt noch länger halte, muss man da einfach mal sagen, okay, ist, man steigt aus, macht Minus und fertig ist. Moa, danke für deinen 1,50 Euro.
Kuss geht raus. Ruder liegt hier auf dem anderen Stuhl. Halber. Oh, fuck, voll Ruder jetzt in die Wand reingehauen. Ich hoffe, oh fuck, Digga. Da ist jetzt voll noch. Da sieht man so. Uff, Digga. Shit. Ey, 1,50 direkt hier, Wand kaputt gemacht. Uff, da ist voll das Loch jetzt durch das Ruder. Aber Mur, danke. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Uff, Digga, ich schwöre, da ist voll das Loch jetzt durch das Ruder. Uff. Das ist ja natürlich jetzt kacke, sag ich, wie es ist. Hey, unabsichtlich. Ich schwöre, das ist, ja, meine Güte. Aber danke, Mur, Digga, Kuss geht raus. Ja, sieht man wenigstens nicht hinter mir, dann ist das völlig egal, so. Ach, lächerlich einfach. Aber ja, auch meine Schuld, dass ich das so schlecht hingelegt habe, sag ich, wie es ist. Sané OTW Samstag vor dem Spielverkauf. Ach, das ist... ich würde den verkaufen, wenn er in der Startelf ist. Also wenn du zocken willst, der wird ja safe spielen, denke ich mal. Vielen Dank erbieten. Flexi und 700 reinstellen, kannst du auch 800 machen. Was denkst du, sind 83 plus Karten was wert? Denkst du, sind was wert? Ah, werden die was wert sind? Ich denke mal zu Footmas werden die, weil da kommt jeden Tag eine Tages-SBC, da gehen die schon gut nach oben. Aber ich merke so, ja, mein Kopf ist so, bin so vernebelt gefühlt. Echt nicht gut, aber ja. Leben muss weitergehen, sag ich, wie es ist. Während Thorns OTW gut gestiegen, meinst du, der steigt noch mehr? Warum soll der steigen, Digga? Also, warum steigt der überhaupt? Oder hat der eine Champions League ein Tor gemacht? Portugiesische Liga. Keine Prager und keine Benfica-Spieler. Ja, Sporting, tschüss. Ist der beste Mann, danke, Digga. Hat das 1-0 geschossen. Das Ding ist halt, ja, ich habe halt gehofft, dass ich das so irgendwie durch den Stream so gefühlt vergesse so im Kopf, aber das geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Es fickt halt komplett meinen Kopf, so wie gesagt. Irgendwann werde ich da vielleicht auch mal was zu sagen oder vielleicht auch mal ein komplettes Video drüber machen, aber ist schon sehr, sehr schlimm, sag ich mal so. Ja, ich möchte darüber nicht reden, so. Deswegen, so. Ich merke einfach, dass ich, ja. Ich habe das auch gestern gemerkt. Ich wollte irgendwas mit, ich weiß nicht mehr, was wollte ich sagen? Durchblicken, Digga, oder so, wollte ich sagen. Und ich sag einfach Durchfall, Digga. Und ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Ich dachte mir so, komplett verballert, so. Das hat das Ding. Was los? Ich sag mal so, bei mir ist was Schlimmes passiert, aber ich kann das hier nicht erzählen, so. Also ist es schon was Schlimmes, aber ja, ich möchte es halt nicht erzählen. Ich denke, ihr versteht das, Freunde. Deswegen, wenn ich manchmal irgendwas so, wenn ich irgendwie manchmal komplett lost bin, nehmt mir das nicht so übel. Ne? Heißt schlimm. Was heißt schlimm, Digga? Ist schon. Digga, ich kann das jetzt nicht so Vergleich bringen, Digga. Soll ich das Vergleich bringen, Digga? Ja, keine Ahnung, ich das jetzt. Natürlich geht das Leben weiter, trotzdem. Haben doch alle Probleme. Ja, korrekt, Chat, danke. Korrekt auf jeden Fall, vielen Dank für euren Support-Chat. Weil das, ich sag euch das, das ist vorgestern passiert, so, ich war deswegen, oder, ja, war vorgestern, ich war schon gestern im Stream komplett neben der Rolle. So, ihr merkt das ja auch selber, so. Das ist das Ding. Ach, nee, Baktus was Schlimmeres, Digga, nee, das wäre... Wäre auch schlimm, aber nicht so schlimm, Digga. Also, kommt drauf an, so. Aber lasst darüber nicht reden, ich will gute Laune haben, Chat. So, lasst uns über was Positives reden.
Schreibt gerne was über euch oder so. Schreibt mal rein so. Schreibt mal eins in den Chat, ich hoffe, euch geht's wenigstens gut. Ori, sowas auch nicht. Wie gesagt, lasst dann einfach darüber nicht mehr reden, Chat. Aber ich wollte euch nur Bescheid sagen, dass ihr wisst, so, ja, wenn ich manchmal irgendwie Müll laber oder gerade irgendwie im Nebel rumrennen gefühlt, dass ihr das versteht. So, deswegen wollte ich euch das sagen. Das ist der einzige Grund. Ich brauche gar keinen Brasilianer, ich brauche hier einen Engländer. Darf er nicht raus. Ah. Lana, sei froh, dass dir nichts passiert ist, Diggi. Das Ding ist, ich bräuchte einen Engländer, der nicht in der englischen Liga spielt. Ja, hab ich gehört. Brauch mal hier Gold. Ach, guck mal, wenn ich die hier wieder sehe. Okay. Ich bräuchte einen Engländer aus der italienischen Liga. Haben wahrscheinlich nichts. Oder ein Spanier. Ne, Spanier bringt nichts. Ja, das, ich denke schon. Ja, ist halt aktuell im Kopf halt drin. Jalzell ist abgestoßen, ist voll fehlerkennend, aber gehört dazu. Jetzt morgen eine entspannte IV-Bisse, dann geht's wieder los. Ja, das ist wichtig, das werde ich auch die Tage machen, so. Das ist aber so, ja, das ist auch so schon scheiße, aber ich sag mal so, das juckt mich jetzt nicht so arg, so. Sag ich, wie es ist, so. Haben wir hier keinen aus der zweiten englischen Liga, Digga. Es ist so Katastrophe. Spanier IV Bundesliga. Ja, weißt du, was du so für so ein Meret von Köln zahlst, Digga? Warte mal ab, Digga. Das war eine gute Idee. Ist der Silberkarte mit. Och, du Kacke. Ja, weißt du, was du für den zahlst? 5k. Ja, hau mal ab, Digga. Brauchst einen Spanier in der englischen Liga. Ich brauche einfach einen Innenverteidiger von England und dann kann ich da irgendeinen Dings hinstellen. So, ich kaufe einfach einen Innenverteidiger aus der Premier League, Engländer. Oder ich brauche einen von Leeds. Ich brauche einfach einen von Leeds. Dann ist der Williams nämlich auf 7. Ich weiß es nicht mehr mit EA, führt uns mit den Champions League Karten so an der Nase rum. Ich weiß nicht, ich hoffe es, wenn nicht, verkaufe ich morgen alle. Sagt ihr, wie es ist, so. Ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll. So, ich glaube es nicht mehr, so langsam, denke ich, verarschen die uns nur noch. Deswegen haue ich die morgen weg, werde am Donnerstag entspannt UV-Liste, eine dicke UV-Liste bauen, wo mir innerhalb von 2-3 Tagen, das reicht nicht mal. Warum ist denn der jetzt nicht auf 7? Boah. Oder ein Italiener. Gibt es irgendeinen Italiener? Italiener. Ogbon. Ah, ne, bringt nichts. Obwohl, warte mal. Ne, einen anderen italienischen Innenverteidiger. Ist doch umformen. Ich kann keine Oppositionskarten kaufen, Digga. Da habe ich einen italienischen Innenverteidiger. Nicht aus Italien, bitte. Ach, Junge. Yes, Boss. Donnerstag Rewards Stream. Ich weiß noch nicht so. Habt ihr Bock auf Reward Stream morgens? Ich weiß halt nicht so. So, Italiener. Ich will nur gucken, ob das geht. Ja, viele habe ich nicht mehr im Verein, Digga, davon. Über Meccano. Boah, 280k würde ich verkaufen. Er ist nur 82, viel zu teuer. Diese Preise für so Karten sind echt nicht normal. Ey, Digga, 72, Digga. Will mich verarschen. Warte mal. Habe ich die Umformungskarte? Nee. Nee. Ach, Kacke. Ein RM-Italiener brauche ich, dann geht's. Erstmal gucken, was der Kamerad hier kostet. Weil für mehr wie 500 zahle ich für den nicht. Sports.
Ja, es wäre abgeschnitten. Ich habe bis 14:3 gespielt, danach aufgehört. Ich spiele ja nur mit meinem Pilot. Digga, das ist nicht normal, ne? 700! Das ist krass, wie, auch mit den Sachen könnt ihr jetzt krass traden. Das ist echt krass. Zweite italienische, ich brauche ja einfach einen aus der zweiten. Sind die Rulebreaker schon out of packs? Ja, ich glaube seit 19 Uhr. Dario, grüß dich. Lever jetzt kaufen oder warten? Ich würde den morgen Abend kaufen. Das ist die beste Zeit, um seinen Spieler zu verkaufen. Donnerstagmittag. Zimtschnecke, danke für dein Abo. Oh nee, ich würde den gerne kaufen. Wieso? Rugani wird auch gehen. Ach komm, nehmen wir mit, ist mir egal, ja. Jetzt hier ein RM von Italien. So. Reicht hier ein Silberner? Was 1,5 Millionen investieren? Boah, das ist echt schwierig, Digga. Es kommt drauf an, wie lange du das halten willst, aber dieses Jahr ist das so schwammig alles. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, sag ich dir. Ich würde eine UV-Liste bauen. Ich glaube, ich würde nichts mehr investieren, sag ich dir, es ist so. Ja, wow, endlich mal fertig, Digga, nach 10 Jahren hier, erste SBC. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so lange gebraucht, für eine SBC abzuschließen. So. So eins, an ein, zwei Wochen würde ich es halten. Puh, du kannst halt eigentlich in 83er gehen und hoffen, was das, was kommt, aber so, wenn Pech hast, sitzt drauf halt. Das ist halt das Ding so. Ich würde lieber UV-Liste bauen. Kein Plan von UV. Dann wart die Tage, lade ich eh eine UV-Liste, wenn ich mein Packs hier geöffnet habe, wenn ich meinen blauen Karten weg habe. Denke ich mal, lade ich eine 2-3 Millionen UV-Liste hoch. Ich schäle der Rulebreaker für 345 mitgenommen, ist schon bei 370. Das ist halt auch eine sau interessante Karte, weil der halt mit Paulinho Talisca grün linkbar ist. Das ist das Gute. Seltene mindestens 2. Real Inter Vereine mindestens 4. Okay. In 4 Wochen kommt Best of the TDW. Naja, 4 Wochen halt, ne? Wieso so viele Packs? Weil ich nichts kaufen kann, weil ich nichts öffnen kann, Digga. Weil ich unzugewiesene Objekte hab. Ah, tschüss. Ach. Ich brauch hier nur kein Real oder. Ach, Inter brauch ich nicht. Juve, egal, machen wir trotzdem rein. Mal erstmal untauschbar. Und dann gucken wir mal. Hab ich nicht. Ich hab halt gar nichts mehr untauschbares gefühlt im Verein. Oder? Gucken wir mal. Ich habe echt nichts mehr. Verein ist so leer mit den Untauschbaren. So. Auch richtig interessant wegen Ronaldo. Der ist sehr, sehr interessant, der Cuadrado. Der wird auch noch richtig hochgehen, meiner Meinung nach. Eieiei. Wenn es euch natürlich gefällt, Freunde, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da und auch gerne ein Abo da. Ab Rashford, Werner, Kimmich, Akeeterson, wann verkaufen? Verkauft die Donnerstag. Donnerstag könnt ihr immer gute Preise rausschlagen, weil viele ihr Team umbauen, weil die Coins bekommen haben. Donnerstag ist ein guter Verkaufstag. Donnerstags sollte man eigentlich nur SPC-Futter einkaufen. Alles andere würde ich donnerstags gefühlt nicht einkaufen, so, weil da Preise sehr, sehr komisch sind und sehr hoch ansteigen. So, warte mal, niedrig. Sag mal. Ja. Habe ich hier nichts mehr im Verein außer den? Das ist nicht so geil. Linksverteidiger. Brauchen hier eh nicht so viel Chemie, sollte schon klar gehen. Das ist hier ein 83er LV, RV und dann, wenn die richtige SPC kommt, dann
Dann scheppert's auf jeden Fall, Digga. Ich sag mal, so ein Azpilicueta oder so ein Gaia, Roberto, die werden dann auf 5k sein, 6k sein. Das ist halt, die könnt ihr immer im Verein haben. Wie lange ich streame, mal schauen, solange ich Bock hab. Morgen am besten einkaufen, wenn TTW kommt. Morgen kannst du gut einkaufen, ja. Mein Controller spackt irgendwie rum. Ich weiß nur, dass es ist. Okay, wir können. Was ist das denn? Ich glaube, mein Controller geht am Arsch. Mein rechter Stick hängt dauernd komplett. So. Hab ich noch Max? Ja, mal gucken, Gecko. Denkst du, der Sieden kommt zum TOTW oder eher nicht? Ich denke nicht, dass er kommt. Nils, danke für dein Abo. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank, mein Guter. Vielen, vielen Dank. Nochmal. Warte mal. Zack. Bronze. Untauschbar. Tschüss. So. Ach, was für 80 Chemie. So, zack. Weg mit. Ciao. Das packt immer bei SBC bauen. Dachte auch erst Controller kaputt. Ja, okay, gut. Ja, ich hatte das bis jetzt nur hier bei der SBC. Musik ist aus, mal schauen. Sorry. Ich sehe das ja nicht, wenn die Musik aus ist und die stehen bleibt. Also, grüß dich, was geht? Yo, Rado, hau rein, der Digi. Korrekt, dass am Start war's. Wünsche dir eine gute Nacht, Brody, hau rein. Ihr könnt auch gerne mal Rado auschecken, wenn ihr Bock habt, Chat. Und könnt auch mal gerne die Mods, wenn jemand aktiv ist, den Link reinposten. Schaut gerne mal bei Rado vorbei, wenn ihr Bock habt. 86er eingekauft, cooles Investment und 3 Informs. Machst du eigentlich nichts verkehrt, Digga. Machst du eigentlich nichts verkehrt. True, grüß dich, was geht? 50, was soll ich jetzt machen? 50k, Ausrufezeichen 100k, füll dir die Liste mit, non wär's einfach auf, würde ich machen, Digi. So. Geht leider nichts weg, ne? Guck mal, wir können. Ach, ich wollte hier gar nicht in den Shop gehen. Beste Zeit, um WL zu zocken. Da gibt's keine beste Zeit, um WL zu zocken, Digga. Das ist einfach, sag ich mal, du kannst immer einen E-Sportler theoretisch treffen. Du kannst immer auch einen Lappen kriegen, so. Das ist einfach zufällig. Okay, wir haben die wirklich nicht gekriegt, ne? Aber ich habe auch nur 2 geboten. Okay, die gehen. Dann bietet 4,50 auf die. Verkauft einfach für 800. Wenn die für 4,50 immer auslaufen, bietet, ja. Und das nächste Sniping-Filter-Video. Muss ich schauen, aktuell habe ich halt die Liste komplett mit diesem Scheiß hier voll. Freitag um 9.15 Uhr spielen. Joa, viel Spaß auf E-Sportler, Nico. Was hast du denn geholt, diese WL, Nico? Nee, Darius, ich schau die morgen weg, wenn morgen nichts kommt. Morgen warte ich nochmal. Wenn morgen nichts kommt, werden die weggehauen. So, werd ich 700k minus machen, aber ich würde sagen, wir machen mal so ein Game für diesen Moilet da. Ja, Darius, ich werde die morgen anfangen wegzuhauen. Wenn morgen nichts kommt, morgen ist nur nochmal die Chance, dass was kommt. Wenn nicht, werden die weggeballert, dass ich die bis Freitag weg habe und mein Packs öffnen kann, UV-Liste bauen kann. Weil das wird ja ewig dauern, bis die alle weg sind. Ich habe ja 3.500. Disconnect gegen PSN-Bahn. Das ist natürlich belastend, Nico. Haben wir wieder den Gegnern Bilder von dir selber geschickt oder was? So, machen wir mal ein Game, gucken wir mal, was wir treffen. Wenn wir Mbappé Neymar treffen, quitte ich direkt, ihr kennt das ja. Weil ich will diesen Moilet mit so wenig Dings hier, mit so wenig Arbeit wie möglich bekommen. Denkst du, Teixeira sinkt noch bis Freitag? Schwer, die Leute kriegen immer mehr Coins. Schwer, denke ich ja nicht, Digga. Ich denke, dass er aber in den nächsten Wochen
ist so ein Teixeira eine Karte, da der sehr, sehr oft gezogen wird. Ist eine Karte, die auf jeden Fall fallen kann. Also dick fallen kann. Dass er fällt, ist sowieso klar, aber der kann dick fallen, so. 200, 300 Silberspieler für 2,5 Schablonen aus den Top 5 fliegen. Das ist perfekt, Digga. Das ist perfekt. Die kannst du halten oder schon UV anbieten. Silber, französische Infanterie-Liga sind zurzeit sehr billig. Was kosten die denn? Dann schlag zu, wenn du die sehr billig bekommst. Oh, 20er Ping, Digga. 25er sogar, gehe ich direkt raus. Das war ja Katastrophe. Moin, grüß dich. Stell alle für 7800 drauf. Das ist gut. Warum lädt das jetzt so lange immer? Ist das neu? Wieder so ein scheiß Ping. Egal, wir gehen rein. Wenn es mich abfuckt, quitt ich eh. Ich meine den Packs, also Teixeira. Das ist richtig, deswegen wird der nicht fallen. Oh, Junge, drück doch weiter. Was sind das für Leute hier wieder, die nicht weiter drücken? War lange nicht mehr da. Grüß dich, Junge. Alter, was ist das, Chat? Warum lädt das jetzt immer? Lädt das jetzt immer so lang? Das ist eine Katastrophe. Wenn es euch natürlich gefällt, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, Chat. Wäre natürlich korrekt. Das geht. Das geht, das Team. Ich hoffe mal, der Innenverteidiger ist eine Mülltonne. Was hat denn der für ein Pace? Weiß das einer? Chat. Dieser Innenverteidiger, der Rechte. Oh, klein Missmacht. Auf jeden Fall, guck mal, ich habe jetzt, mache aktuell fast nur Silbermethode und habe trotzdem innerhalb anderthalb Wochen 1 Million gemacht. Nur mit Silbermethode, so gefühlt, weil ich nichts machen kann, weil ich halt meine Münzen in das Invest geballert habe. So, fällt einfach um. So, das ist halt das Ding. Oh, Junge, es ist so ein Ballgewiss-Schwitzer. Oh, Hooligan, Diggi. Hättest du mal Vorspiel gemacht. Kuss geht raus, Diggi. Dann hätte ich... Ach, komm. Digga, was ist das für ein Ballbesitz, Schwitzer? Kuss geht raus, Hooligan. Danke auf jeden Fall für deinen 2 Euro, Brody. Vielen, vielen Dank. Ja, bei mir laufen die direkt wieder scheiße, die Spieler. Komm mal an. Was eine Verarschung, Torwart, fang ihn. Möchte gern Schwitzer wieder, der Gegner. Ja, wahrscheinlich ist der schneller wie mein Stürmer, Digga. Wollt ihr mich verarschen, ihr Sports? Schau während dem Stream nicht Insta, Nico. Ach, come on. Ah, Hooligan, ich mach mal das ohne jetzt die Wand kaputt zu hauen. Hooligan, danke, Digi. Schaut auch gerne mal bei Hooligan vorbei, Freunde, wenn ihr Bock habt. Hooligan streamt auch ab und zu. Könnt ihr gerne auch mal auschecken, wenn ihr Bock habt. Vielen, vielen Dank. Antworte mir mal. Warum soll ich dir antworten? Heißt Snickershaufen, warum soll ich dir sowas antworten, Kappa? Nee, was geht, Junge? Grüß dich. Lacazette bringt der. Das ist ja eine Frechheit. Wie können die Leute so eine Bank haben noch? Digga, kommt euch das, diese Scheiße an. Oh mein Gott, Digga. Das ist ja eine Frechheit, Digga. Ah, okay, der hat halt auch wieder so ein bestes Team, was man haben kann für Aufgaben. Macht halt null Bock mit so Mülltonnen, wie ich hab da zu spielen. Ihr seht ja, was die machen. Einfach stark immer weggegangen. Ja, Daris Sancho ist auch bei mir eine sehr, sehr gute UV-Karte. Gehen einfach direkt ins nächste Game. Was kann man als nächstes investieren? Schau dir mein heutiges Video an. Da habe ich für Donnerstag Top-Partien gezeigt, was man als Investing-Video kaufen kann. Insta. Was willst du denn, Nico?
Ja, warum lädt die Scheiße so lange? Das fuckt mich übelst ab, dass das jetzt so lange lädt. Ich denke immer hier, Internet geht aus, gefühlt. Hast du das denen geschickt, Nico? Ja, dann kein Wunder. Okay, Silbertorwart, Mbappé ist im Ding, aber Rest Müllton muss man schlagen eigentlich. Server down, ja, schön ist ein Server down. Silbermethode mehr Sinn als Gold Non-Wear Methode. Ist beides gleich gut, würde ich sagen. Das Ding ist halt, diese Silberspieler sind halt seltener auf dem Markt. Du verkaufst halt in der Regel halt nicht in den letzten Sekunden so. Diese Goldkarten verkaufst du halt nur in den letzten Sekunden so. Diese Silberspieler kannst du immer wieder direkt holen. Weil die gehen öfters mal für 700-800 auch nach 2-3 Minuten weg. Ne, das ist das Ding. Ich sag mal, beide Methoden machst du ungefähr gleich viel Münzen. Was sagst du zum Gladbach-Spiel? Geisteskrank gut gespielt. Habe ich mir angeguckt. Testen wir mal die Silbermethode. Ja, hält da. Okay. Hätte ich nicht erwartet, dass er den hält. Direkt fest, aber okay, war vielleicht auch jetzt ein Scheißschuss. Vielleicht muss man wenigstens. Oh, danke, dass ihr nichts macht. Meine Verteidigung wieder. Digga, die machen nichts. Warum lenkt das sich so scheiße? Ja, drück Pause, du Schmutzhaufen, Junge. Wahrscheinlich gehe ich raus. Es ist ja unfassbar, Digga. Da habe ich ja gar keinen Bock auf Gameplay. Was ist das für eine reutische Scheiße, Digga? Gegner können einfach durchlaufen bei denen, die stehen wie keine Ahnung was. Drück da einfach direkt Pause, Digga. Digga, wo ist meine Abwehr schon wieder? Digga, es kann nicht sein. Ja, Mbappé, genau. Pff. Kann nicht sein. Nee, Junge, ich spiel gleich durch, wenn der mich abfuckt. Dann lege ich einfach Controller neben hin. Was ist das für ein Hurensohn, der Gegner? Ganz ehrlich. Es kann nicht sein, wieso ist das Spiel so schlecht? Ich hab gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Digga, es ist kein Abseits, der Ball kommt von ihm, Digga. Gar keinen Bock mehr auf dieses Hurensohn-Spiel. Direkt wieder nur Scheiße, die hier passiert. Ja, guck mal, Digga, er kann nichts, der Gegner. Außer Lacken, Digga. Verlierst du wieder gegen so eine Missgeburt, die gar nichts kann, gefühlt. Noch abfacken will, damit zweimal Pause drücken. Eigentlich stabil bei 1,1. Torres, wenn die nächste Generation von dem kommt, also bessere Version, klar. Ja, Digga, er wird wieder für zwei so schlechte Pässe auch noch belohnt. Das ist ein absolut, oh mein Gott, ist das frech. Oh mein Gott, Junge, fuck der mich ab, Digga. Am liebsten würde ich dem eine Nachricht schreiben. Nee, warum soll ich quitten gegen so einen Hurensohn? Der kriegt schon die volle Zeit. Ja, guck mal, was meine Spieler da wieder für eine Scheiße bauen. Guck mal, Chat, es ist so unfair, ne? Ich kann aus der Drehung mit so Mülltonnen spielen und meine Spieler passen aufs 1 Meter den Ball. Guck mal, was der DPay macht bei mir. Das ist einfach, guck mal, wieder perfekt eigentlich da.
Es ist echt fresh. Das ist echt fresh. Es ist eine Frechheit. So eine Frechheit und so ein Hurensohn gewinnt gegen dich. Digga, der gar nichts kann. Einfach wieder Mbappé. Fuck dem mich ab, Digga. Geht der Typ mir auf die Eier. Nur hinten bunkern, mehr kann der wieder nicht. Guck mal, und seine Abwehrspieler sind wieder 10.000 km/h schnell. Das ist, ich verstehe das Spiel nicht. Fuck der Typ mich ab. Und der so langsam und immer. Guck mal, bei dem kommt alles an, was der auch macht, so. Digga, es kann nicht wahr sein. Wie schlecht kommt dieser Ball, bitte? Es ist... So unfair. Es ist so unfair, Digga. Er kann nichts außer sein Mbappé. Guck mal, und bei mir können ich mal einen Pass spielen, Digga. Ja, guck mal, wie alles für ihn schön. Guck mal, jeder Pass. Es ist so unfair, dieses Spiel. So, jetzt drücke ich dem auch mal eine Pause. Kriegt der gerade auch eine Pause? Was können wir mit 3 Millionen reingehen? Puh. Schwer zu sagen, Digga. Ich sag mal, mit High Rated kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, Hooligan, ich gebe alles, Digga, aber gegen Mbappé kannst du nichts machen, bis du Missgeburten hätten. In der Abwehr. Bei dem geht halt alles, bei mir gar nichts. Aber Ruder geht für dich in die Lüfte, Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Digga, Hooligan, für deinen Support. Ehrenmann auf jeden Fall. Danke, Digi. Fuck mich aber ab, so Gegner, Digga. Denk noch, die wären krass, weil die Mbappé und Co. haben, Digga, und absolut Craps sind eigentlich. Einfach nur Glück haben, Digga. Was meine Spieler die ganze Zeit nicht reinmachen, Digga. Das ist eine Frechheit. Die Jota kriegt ein Inform heute 3 Tore. Für Champions League gibt's kein Inform, Digga. Für Champions League gibt's nur Man of the Match. Ach komm, die Young, Digga. Guck mal. Digga, er macht nicht. Ich stell den perfekt ins Eck. Digga, was ist das für ein Spasti, der Gegner, Digga. Hurensohn, ich schwör bei Gott, was ein Hurensohn, der Gegner. Ich kann nichts außer mit seinem Mbappé durchpacen und Schuss drücken. Mehr kann der Typ überhaupt nicht. Die Pay, ja. Und sein behinderter Torwart hält den sogar fest. Guck mal, ein Ball aus der Drehung und dann so kommt der perfekt an. Es ist so beschiss, Digga. Es zeigt halt wieder, du musst nichts können, so. Du musst einfach Glück haben. Ja, pfeif ab. Ja, ist einfach beschiss, Martin, Digga. Wir sind hier eigentlich klar besser. Pff. Bei dem, ich muss einfach nur Dreieck Mbappé schicken, ist immer durch. Keine Ahnung. Ist auch so träge heute, keine Ahnung, was das ist. So träge, so langsam, lenkt sich auch so lahmarschig. Gladbach war krass, die haben gut gespielt, verdient gewonnen. Sommer Erster werden. Ja, wieder so ein Dreckspass, Digga. Bei ihm, guck mal, der spielt aus der Drehung Pässe. Und bei mir kommt ein 2-Meter-Pass, wo ich mich ausrichte, nicht an, Digga. Das Gameplay ist einfach Schmutz und einfach für Missgeburten gemacht. So.
me everything I don't do. I just want you acting like the old tune. Alles immer abgeblockt. Aber der steht auch auf ab, spielt auch ohne Ende Bunga-Kette, der Typ hier. Sehr unfassbar. Fuck den mich ab, Digga. Hinten den Bunker, vorne einfach Mbappé, Digga. So, eigentlich muss man das auch bauen, so mit Mbappé. Muss man ja einfach nur lang schicken, Mbappé. Der macht die Dinger ja. Kommt und guckt euch diese Pässe von mir an. Nee. Das ist so ein Beschiss. Sagst du zu Real gegen Inter? Habe ich nicht geguckt, Digga. Ich habe Bayern geguckt und ich habe Gladbach geguckt. Ja, ich habe diesen Silber-Inform nicht mal auf der Bank oder was. Ah, doch, hier. Ein neues Bild gekriegt, habe ich gar nicht erkannt. Es ist so unfassbar frech. Hab Rodrigo OTW für 135k mitgenommen. Ja, ist guter Preis, ist guter Preis. Lass den einen Butze machen. Steht der bei 200. Digga, wieder so ein schlechter Pass von ihm und meiner kann den wieder nicht abfangen. Ich stehe so oft richtig, aber ich werde so oft nicht belohnt einfach. Ja, in der WL sind die Leute auch lustig, Digga, die den benutzen, um ihr Silber 1 oder Silber 3 Entscheidungsspiel zu gewinnen. Richtige Opfer, so Leute. Digga, ist der DPay so eine Mülltonne geworden, oder was? Ja, der Shidio auch. Obwohl dem sein Spieler einen Krampf hat, kann er den Ball noch spielen, ne? Oh, okay. Ey, schick, Spiel, guck mal, das ist ein Tor, wenn der den gescheit reinpasst. Ey, ich schwöre, das Spiel macht null Spaß, Digga. Was ist das? Nee, schon abgefuckt genug und dann kommt noch so scheiß Gameplay dazu, Digga. Gar kein Spaß. Digga, mein Spieler, guck mal, und der denkt, der wäre der Krasseste hier, Digga. Kann gar nichts, Digga. MOP macht das für dich alleine, Digga. Autowin, Digga. Ja, sein Billigtorwart. Ja, genau. EA, Clownsfirma. Ja, wieder aus der Drehung. Perfekt in den Lauf. Ach, Digga, wieder so ein Basti-Pass, Digga. Und das pfeift er als Foul. Ey, ich schwöre, ich glaube, ich gehe gleich auf wieder. Absolut keinen Bock mehr auf das Gameplay. Freunde, lass uns mal die 100 Likes voll machen. So, also, es ist ja unfassbar, was hier für eine Scheiße passiert im Game. Das ist ja, dass man hier nicht führt, das ist ja eine unfassbare Frechheit. Ah, der denkt, der kann aus 40 Meter draufschießen, oder was? Digga, bis er passt, Digga, ist Weihnachten. Wieder so ein schlechter Pass und er kriegt ihn wieder. Das, diese Abpraller fucken mich so ab, Chat. Und mein Torwart bewegt. Warum? Digga, ich habe einen 80er Torwart. Soll ich mir auch einen Silbertorwart ins Tor stellen? Ist, glaube ich, gefühlt egal. So, mein Torwart reagiert nicht mal, wenn da ein Schuss kommt. Was für eine Mülltonne dieser Lecomte. Ja, und bei mir jeder Ball so, Digga. Ich will keinen Bock mehr. Was ist das? Er macht so einen Einwurf, kriegt den Ball wieder. Also, nee. Mm-mm. Macht halt nur Sinn, ne?
So schlechte Pässe spielt. EA hilft ihm so, dass er das Game gewinnen darf. Also so krass, wie man das merkt, dass man beschissen wird. Hier den Gegner eigentlich an die Wand spielt. Ja, guck mal, was ist das denn? Du hier 5, 6 hundertprozentige nicht reinmachst. Das ist abseits, du Mülltonne, Junge. Digga, pass wieder da aus der Hölle. Guck mal, bei ihm ist der D-Pay auf einmal schnell. So, es ist so ein Witz. Ich schwöre, mein D-Pay ist so behindert im Gegensatz zu seinem. Ja, faul. Pfeift halt gar nichts für mich. Es ist so eine Frechheit. Der war drin. Du warst pfeift. Ey, der wäre reingegangen. Oh mein Gott. Wie krass man es spürt, dass man beschissen wird, Digga. Wenn der Gegner gut wäre, kein Problem. Aber Gegner war absolute Vollmülltonne. Ja, die waren sogar besser von der Statistik, ja. Guck mal, wie viel Zweikämpfe ich führen müsste. Gib die Piper Hunter, den gebe ich gar nichts. Den gebe ich in die SBC ab. Er ist eine absolute Vollmülltonne, der Typ. Das ist eine absolute Vollmülltonne, dieser D-Pay, Digga. Der hat 5, 6 Dinger nicht reingemacht, die müssen einfach rein, Punkt. Da kann man auch nicht schönreden, Digga. Da hilft auch kein Hunter mehr, der hilft nur eins. Irgendwann in der SBC abstoßen, die Mülltonne. Das ist das Schlimmste am Patch. Ich finde es sehr, sehr langsam heute. Also ich habe bis jetzt ein Game gemacht und es hat sich absolut scheiße lenken lassen. Keine Ahnung, kann auch an der Con liegen, aber war absolut Müll. Ah, ja, der ist reingekommen. Wie sieht's mit den UCL-Karten aus? Nicht so gut, Digga. Ich verkaufe die für plus minus null aktuell. Ich hoffe, dass morgen nochmal was kommt. Aber ich habe angefangen, die auf meine Liste zu packen und zu verkaufen. Es ist halt, keine Ahnung. Verstehe ich halt absolut nicht so. Aber wie gesagt, 9-Wehr-Methode wird aktuell boomen, wenn ihr die macht, Freunde. Macht die auf jeden Fall. Er bietet für 400, 450. Diese ganzen Snipe, meisten Sniping-Filter von mir gehen noch. So. Guck mal, ich zeige euch bei 120, ich zeige euch jetzt zwei Filter und bei 100, wir sagen 130 Likes zeige ich euch nochmal zwei. Ist das ein Deal, Freunde? Ey, ich bin so verwirrt, Digga, weil mich das Game abfuckt. Weil mich die Situation so abfuckt. Ja, egal. Holt euch den Chat. Ich kann nicht kaufen, holt euch den. 200, das sind 500er. Holt euch den Chat hier. Könnt ihr beide holen. Holt euch beide. Gehen für 750 weg. Wie gesagt, bei 130 gibt es zwei weitere. Das ist der erste. Also ihr seht das hier. Die sind immer noch drauf. Holt euch die. Ihr könnt ihr für 57 verkaufen. Das ist 1k, wenn ihr beide holt. Sogar mehr. Ne? Ja, nicht ganz mehr, aber 1k ungefähr. Nehmt die mit. Nehmt die mit, Chat. Die sind immer noch drauf. Keiner will die haben, oder was? Das ist krass, dass die keiner haben will. Okay, die sind weg. 6,50 könnt ihr auch mitnehmen. Für 800 würde ich den verkaufen oder 900. Goldene könnt ihr auch immer mitnehmen für 700. Seltener auch. Nehmt das mit.
Ist das Romagnoli sein günstiger Bruder? Man zählen kann, braucht, ich verstehe es nicht. Ja, Laurin, die haben nur einen, die wollen nur eine, dass das Ding so. Ich hoffe, morgen kommt was. Wenn nicht, kann man die abstoßen. 57, ja, das ist Normalpreis. Ihr könnt auch versuchen, die 500 mitnehmen. Chat, nehmt den mit. 700 geht der safe weg. Müsst ihr mitnehmen. Für 500 müsst ihr wirklich jeden mitnehmen. Also, ihr kriegt jeden für 700 weg. Das sind zu gute Preise. Wir schauen nochmal. Frankreich hat gerade jemand reingeschrieben. Wie gesagt, bei 130 gibt es die nächsten zwei. Schauen wir mal. Okay, Franzosen sind jetzt nichts wert in Verteidiger. ZMs vielleicht was wert von Frankreich? Nee, nein, nein, nein. RMs könnte ich mir vorstellen, die sind teuer. Ja, mit RMs geht das von Frankreich, Chat. Für 600 solltet ihr die wegkriegen. Ah, okay, eher nicht, nee, nee. LMs, das ist halt unterschiedlich. Okay. Gehen wir mal auf Italien. Ich glaube, Italien war gut. Italien haben das viele gebaut. Italien LM. Ja, LM Italien ist auch ein guter Filter, Chat. Gucken wir mal kurz. Italiener sind, glaube ich, aktuell sehr, sehr gut, um sich die Liste zu füllen. Sagen wir mal 6,50. Ihr snipet für unter 500. Könnt ihr alles für 6,50 dann verkaufen. Alles für 450 snipen. 500 könnt ihr auch snipen. Könnt ihr mitnehmen, wie gesagt. 650, 700 verkaufen. So. Was haben wir? Ziele abgeschlossen. Ja, eine Nachricht geschrieben, der Typ, ey. So. Zack, zack, zack. Okay. Die 130 Likes werden wahrscheinlich noch brauchen. Deswegen machen wir mal noch schnell ein Game. Ich werde, glaube ich, nicht mehr so lange machen, Freunde. Nee, Todestag. Also ich habe ein Game gemacht, das hat sich absolut schlecht lenken lassen, muss ich echt sagen, Yannick. Kann schon sein, dass das, also, wenn das so träge ist, das ist schon sehr schmutzig, sage ich, wie es ist. Es war sehr lahm, es war, Pässe kamen bei mir sehr, sehr schlecht. Keine Ahnung. Wie der Mbappé. Soll ich einfach rausquitten, bis ich kein Mbappé... Ich quitt einfach, bis ich kein Mbappé krieg. Genau. So mach ich das einfach. Kein Bock, Digga. Ich spiele einfach gegen Mbappé nicht mehr. So machen wir das, Chat. So, es juckt mich ja nicht, ob ich da rausquitt. Ich krieg keinen Vertrag abgezogen. Ich quitte einfach. Kein Bock, gegen Mbappé zu spielen, Digga. So mache ich das jetzt einfach, Chat. So. Ciao, ciao, Gegner. Ich quitt einfach, bis ich Gegner finde, die keinen Mbappé haben. Weil, fuckt einfach ab, Digga. Immer dieser Leih-Mbappé-Schmutzhaufen. Habe ich auch so gemacht. Ja, ist doch richtig, Digga. So Leute mit den einfach, die hier mit den Müll-Leihkarten kommen wollen, einfach disrespekten raus. Richtig. So, anders haben die es auch nicht verdient. So, weil, keine Ahnung, so. Ich denke mal, jeder hat aber gefühlt Mbappé. Draußen, ich bekomme diese Distanztore drin. Ey, Big M, ich habe gestern einfach ich habe einfach einen Chipball gespielt und der Ball ist einfach bis ins Tor geflogen, weil der gegnerische Torhüter da vorbeigeflogen ist. Ich habe da 2 von 4 und habe nur einmal außerhalb getroffen. Ist doch derselbe Wiedergefühl. Digga, der hat sogar Anker auf beiden Innenverteidiger. Statement zum neuen Gameplay. Ich habe bis jetzt erst ein Game gemacht, war sehr träge. Wir suchen gerade Gegner, so, die keinen Mbappé haben. Die anderen werde ich rausquitten. Die können mich mal, die Gegner, die einen Mbappé haben. Da mache ich so viele Ey, ich darf nicht mehr wie 15 Wage-Quits machen, ne? Sonst wäre ich gebannt. Also, ich kann dann nicht mehr suchen. Das war jetzt der wievielte? Der zweite, dritte? Wie viel der Quetschquid war das jetzt von mir? Zweiter, oder? Weil wir dürfen nicht 15 machen. Bei 15 kriegt man Dings hier. Man kann nicht mehr ins Game gehen, glaube ich. Wir haben die das Gameplay träger gemacht, ja. Und jetzt Bully-Team mit MAP im Sturm. Digga, es muss doch mal irgendwie einen Gegner geben ohne Mbappé. Wie lange lädt das wieder? Das wird safe gute Con sein. Ja, da haben wir doch unseren Gegner.
Nice. Komm. Abfahrt. Wie lange kann man da nicht suchen? Ich weiß nicht, ein paar Stunden auf jeden Fall. Also nach 15 Rage-Quits kriegst du irgendwie einen Soft-Bann zum Suchen, glaube ich. Oder du kriegst einen Bann zum Quitten, ich weiß nicht. Ich glaube, du musst nur durchspielen dann. Du kannst dann, glaube ich, nicht mehr quitten. Weiß aber nicht genau. Aber wenn du für... Boah, jetzt quittet der. Nee, quittet nicht. Okay, korrekt. Hätte jetzt gepasst, ne? So, aber hätte mich auch nicht gewundert. Ah, Sanchez mal gucken. Hab bis jetzt mal 30 Champions League Karten ungefähr weg von 3.500. Vielleicht kann ich bis zum Toti mein Team bauen. Kappa. Nee, mal gucken. Ich will die Scheiße morgen weg haben. Fucken die mich ab, diese Champions League Karten. 700k minus mit den Müllhaufen. Gib mir doch. Atal, Digga. Fuck, ich bin meinen Loris-Abwurf gewohnt. So. Ah, die Pässe kommen wieder wie aus der Tonne. Wie aus der Mülltonne. Ja, hat er gut gemacht. Hätte ein Tor verdient gehabt, hat er gut gemacht. Hab keinen ausgewählt gekriegt. Aber hat er gut gespielt? Keine Ahnung, ob ich das trotzdem verteidigt hätte, wenn ich einen... Ja, Digga, bis er spielt, ne? Auch die... Oh mein Gott, die Pässe sind ja richtig Delay. Egal, also wenn das Gameplay so bleibt... Ich weiß, vielleicht liegt es auch am Stream, dass ich, weil ich stream, dass ich deswegen Delay leichten habe. Aber ich muss sagen, Weekend League hatte ich wieder kein Con-Probleme so. Weekend League war Con in Ordnung, aber jetzt gerade... Con schon sehr, sehr wieder. Digga, er nimmt an. Ich drück direkt Kreis. So. Ist schon sehr verzögert. Habt ihr das auch verzögert, so, wenn ihr spielt? Eins im Chat, Freunde. Schreibt mal bitte rein. Vielleicht ist das ja jetzt das neue. Aber bitte nicht so. Ich feiere das gar nicht, wenn das so delayed ist. Weil das wirkt schon sehr, sehr langsam. Und die, Digga, und die Pässe kommen wie absolute Vollschmutzhaufen. So, sag ich euch, wie es ist. Hat er gut gemacht, kann man nichts sagen. Wie viel hast du gekauft? 3.500 von diesen Champions League Karten. Ich dachte halt, das kommt halt safe. Guck mal, es war zweimal jetzt in Folge Champions League. So, eigentlich, ich habe klar damit gerechnet, dass das safe. Danke, Torwart. Oh, meine Güte, und ich bin zu dumm, den zu nutzen, den Torwartfehler. Ja, das ist das Ding. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr in Masseninvest gehen. Also, das ist das Dümmste. Wenn man, guck mal, ich will ja Videos machen, so, ich kann keine gescheiten Videos dazu machen zum Trading. Ich blockiere mir die Liste. Starker Ball vom Gegner. Ja, gut gespielt. Gut gespielt, hätte auch ein Tor verdient gehabt. Ich kann das zugeben, der Gegner jetzt, der spielt echt gut, so. Wenn ein Gegner gut spielt, ich kann das ja auch einsehen. Aber der eben, der ist einfach nur durchgepaced mit seinem, Digga, was war das denn für ein Schuss? Der ist einfach nur durchgepaced mit seinem Mbappé, Digga, konnte gar nichts. War absolute Mülltonne. Nicht mal Biomülltonne, sondern diese schwarzen Mülltonnen da. So einer war der Gegner. So, Dings hier. So eine fette. Kennt ihr diese? Ach komm, eine. Keine Ahnung, jetzt über Mülltonnen zu reden. Wo sind wir hier angekommen? Dass wir hier im Chat über Mülltonnen reden. Flanken wir mal rein. Ecke. Ja, hätte auch klappen können. Guck mal, ich hätte schon auscashen können, war zu gierig. Die waren auf 2k. Ich habe nicht verkauft so. Weil ich einfach... Ja, war halt dumm, muss man echt sagen. Das war echt dumm. Das war echt wirklich so. Ich war zu gierig. Ich hab da gehofft, so dass die noch höher gehen. Hätte verkaufen müssen. So, das war das Ding. So, im Hype. Viele haben ja geschrieben: Danke, dass du mir empfohlen hast, da rein zu investieren. Ich habe im Hype verkauft. Ich habe meine Coins verdoppelt. So, ja. Welcher Idiot hat nicht ausgecashed? Ich. Wer auch noch auf 3,5 von den Schmutzkarten? Von den Schlümpfen? Ich. Ja, geil. Ich hoffe, ich weiß halt nicht, wenn die was am Freitag theoretisch bringen würden, ich würde ja durchdrehen. Wenn die am Freitag, der spielt echt gut, der Gegner. Spielt echt gut. Dokan, grüß dich, gerade gar nicht deine Nachricht gesehen, Ligi, grüß dich. Boah, ist das langsam. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das...
Meint ihr, das liegt an den Spielern oder am neuen Gameplay? Jetzt muss klingeln. Ja, sehr gut gespielt. Aber Gegner hätte auch führen können, das ist auf jeden Fall ein guter Gegner. Da kann man nichts sagen. Der hätte vielleicht sogar führen müssen. Weil wir jetzt beide so 2-3 Chancen gehabt. So ein Below-Icon kaufen und darauf hoffen, dass Icon-SBC kommt. Ich sag mal so. Die sind schon ein bisschen hochgegangen. Die absoluten Schmutz-Icons kannst du eigentlich immer donnerstags am billigsten kriegen. Die sinken dann meistens so 20k ungefähr. Oh, DPay, mach ihn doch, Bruder. Und ich schätze mal, allein im Hype, wenn das rauskommt, morgen, wir sagen jetzt erst morgen kommt Icon-SBC. Das wird angekündigt, morgen käme das. Die Icons, die würden um 30, 40k nach oben gehen. Ja, Tor. Boah, ja. Muss Tor sein, ist okay. Kann man nichts sagen. Das ist okay, dass das daraus ein Tor fällt, wo ist mein Getränk. Das ist okay. Lukas Moura hat eingewechselt. Okay. Das war völlig in Ordnung. Der erste hätte schon reingemüsst. Hat Lukas sehr schlecht geschossen. Boah, guck mal den Ball wieder an, ne? Es ist. Die UCL SBC bringen. Ich weiß es nicht, ich glaub's irgendwie nicht. Warum sollten die das dann auf einmal bringen? Stark, komm, DP, gute. Boah, hatte ich gerade einen Leck gehabt oder kam das mir nur so rüber? Wenn die 86er, 87er auch steigen bei der Icon SBC. Ich denk mal schon. Ich merke auch, die Spieler sind auch kacke, so zum Lenken. Oh, Keeper. Keeper. Ah, dieser Lecomte ist echt eine Pflaume. Er hat so viel Punkte und bringt gar nichts. Echt eine Mülltonne, leider. So, jetzt muss bimmeln. Lauf doch mit Gelsen Martins, Junge. Ecke, egal. Hätte ein Tor sein müssen, wenn Gelsen durchläuft. Steht der frei vom Tor. Läuft einfach nicht. Ja. Probier mal Kostin. Gibt's irgendwie so einen 2-Meter-Typ? Digga, es ist. Och, jetzt, das wäre wieder so typisch, ne? Ja, es ist eine Minute drüber hier. Ach ja, guck mal, bei mir, ich stehe manchmal im 16er, es wird rechtzeitig abgepfiffen. Schaut die Zeit an, Chat. 2 Minuten drüber. Kannst du nicht durchgehen lassen, ey. Du musst vorher abpfeifen, Digga. Ja, das ist ja Beschiss, das kann ja jetzt sein, Digga. Also ist Betrug, so. Gegner ist gut, sage ich nichts, aber das ist wieder so eine Betrugaktion, ja. 2 Minuten wieder extra gekriegt, der Gegner. Mal ran, besser als Van Dijk. Ich habe beide noch nicht so oft gespielt, Digga. Das ist fucked up, Digga. Was ist das? Ich schwöre, bei mir ist manchmal gerade 1 Minute 1 wird abgepfiffen, Digga. Wenn ich im Strafraum bin. Was ist das? Das ist. Diese Karenz passt da nicht so. Du kannst nicht einmal 2 Minuten mehr geben, einmal 1 Minute 1 abpfeifen. Verstehe ich absolut und nicht, ne? Schreibt meine 1 rein, wer noch alles am Start ist, Freunde, wenn es euch natürlich gefällt. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst doch sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Es fehlen nicht mehr viele Abos zu den 20.200. Ja, das nervt mich, Digga. Pfeift doch rechtzeitig ab. Oder dann lass immer laufen, noch ein bisschen extra so. Ja. Sehr gut zugelaufen. Er ist auch so oh mein Gott, der Pass war wieder so Katastrophe, sag ich euch. Aber es ist auch so, als ob ich gefühlt mit WLAN spiele. So fühlt das sich gerade an. Als ob ich mit WLAN spiele oder noch schlimmer, als ob ich noch meine alte Internetleitung hätte. So fühlt sich das gerade an hier im Game.
Sehr, ich habe Pässe, das ist. Ah, okay. Es ist. Keine Ahnung. So kann der jetzt kaufen. Heute oder morgen will ich ihn kaufen. Auf jeden Fall nicht am Donnerstag. Am Donnerstag zahlst du am meisten für den. Der Donnerstag kannst du dir vorstellen, jeder kriegt Coins, jeder verbessert sein Team. Digga, was ein Tonnenpass Memphis. Raus. Ja, aber okay, ich kann den jetzt rausnehmen. Nehmen den anderen raus. Aber. Lauf, 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 lauf. Jetzt muss es fallen. Digga, du hast 95 Pace, Digga. Der Typ darf niemals hinterherkommen. Ja, guck mal, der. Also bei die Pässe vom Gegner und die Pässe von mir immer zum Vergleich, Digga. Boah, da krieg ich. Hey, boah, mein Hals gerade geknackst, Digga. Ja, guck mal, und die stellen nicht zu. Diese, ja, haben wir Glück, weil die wieder absolut schlecht stehen. Haben wir echt Glück, dass der Gegner es nicht nutzt. Foul. Ecke, nehmen wir mit. Boah. Vernünftiges Thumbnail für den Streams. Passt doch, Digga. Was ist denn daran nicht, was da nicht dran vernünftig, Digga? Ich bin nicht der beste Designer, das weiß ich selber, Digga, aber ich sage auch, wie es ist, Digga. Ich kann mir keinen Designer leisten, Digga. So. Weil ich kann nicht für ein Thumbnail zwischen 3 und 10 Euro zahlen, Digga. So, dann mache ich jeden Monat wie viel Minus so. Ja, kann ich mir nicht leisten, Digga. Ach, Ruhe, Viktor, Junge. Digga, er soll wegschießen. Er macht da den Kretsche. Das ist rote Karte, wenn er den trifft, ne? So verwirrt die Leute hier. Lauf. Lauf. Nein, Atal, Junge. Du Schmutzhaufen. Wisst ihr, der bräuchte mal eine Special-Karte aus. Der, wenn Atal eins in den Chat wäre, das führen würde. Atal Special-Karte, boah, ich würde mir den sofort wiederholen. Dann scheiß mal auf diesen Renato Sanchez. Atal, boah, ich Bock auf den. Digga, der macht den auch nicht rein. Er hat 80 Abschluss oder so, der Spieler hier. Macht den nicht. Atal war letztes Jahr mit. Guck mal, ich hatte letztes Jahr 50, 60 Millionen Team. Ich habe RF Atal gespielt, so. Und ja, das hat alles ausgesagt. Er war der beste Mann auf dem rechten Flügel. Oder ZM, Rechtsverteidiger. Man konnte den ja überall spielen. Das war ja so eine Allround-Maschine. Der war echt eine Maschine, muss man echt sagen. Ja, der Pass war wieder absolut, dass es mich aufregt und durch reintreten muss. Ich will auf jeden Fall keine Verlängerung. Das halte ich hier nicht aus. Komm, mach ihn. Ist ja Tal im Tor gespielt. Ja. Herr Viktor ist heute wieder sehr, sehr lustig unterwegs. Ich bin dieses Jahr auf die Futures da gespannt. Was denkt ihr, wer da kommt? Oh, komm. Ah, schade. Gute Chance. Was denkt ihr, wer da kommt? Ich denke mal. Ansu Fati auf jeden Fall, oder? Ich denke mal, der wird der Boss in dem Team. Ansu Fati, Zirkzee von Bayern. Oder Fiete Kappa. Ja, guck mal, der läuft fast ins Aus. Reyna. Ja, Reyna von Dortmund, stimmt. Oder dieser andere ZM, wie ich seinen Namen gerade nicht weiß. Komm. Ach komm, so ein Müllschuss. Dieser Ding hier, wie heißt der von Dortmund? Dieser Engländer, nicht Sancho, der ist ja ZM-Engländer. Wisst ihr, wen ich meine? Mir fällt sein Name nicht ein. Ja, nice, Kera, Junge. Bellingham, genau. Der bekommt safe. Er wird eine Maschine sein als Future Star. Stimmt, Bellingham. Oh.
Digga, so. Mit denen zu spielen, das macht. Ich weiß auch nicht, ob ich das für jede Liga mache, wenn das kommt, weil das geht mir schon echt auf die Eier. Man hat da ja nicht unendlich Zeit. Komm, Hinder, Tal stark. Muslia. Ja, der ist auch heftig, der ist auch heftig. Gibt es noch irgendwas so von Real oder sowas? Weil die können ja nicht nur aus Bundesliga bringen, so. Aber gibt bestimmt noch ein paar von kleineren so Vereinen. Ich wollte da Depay schicken. Schickt er mir nicht. Aber okay, die haben wahrscheinlich so, so Steilpass haben die vielleicht 50 oder so. Ja, es gibt Rot. Safe Rot. Wenn das kein Rot gibt, würde mich sehr überraschen. Digga, ich hab ihn voll. Gibt gar nichts oder gibt Rot? Muss Rot eigentlich sein. Bin ich ehrlich. Ich hab den voll umge. Geil. Spielst du Aufgabe für diesen Moilett, Digga? Das war klar Rot. Guck mal, wie ich den weggehämmert hab. Aber was ich halt dann nicht verstehe, wenn du schon nur gelb gibst, warum pfeift der dann immer ab? Das ist ja immer so. Das verstehe ich halt. Nee. Weg mit. Bitte nicht so ein Mülltor jetzt. Sehr gut, komm. Simon, zieh, Junge. Zieh, nein. Ja, nicht so geil, leider. Stark, kämpf, kämpf, kämpf. Steh auf. Ist nur noch die Nachspielzeit. Nur noch die Nachspielzeit. Hoch und weit, bringt Sicherheit. Boah, fuck, ich hätte, glaube ich, kurz spielen sollen. Weg mit. Ja, Mann. Der Sohn von. Stimmt, Maldini, sein Sohn. Rodrigo. Der hatte doch letztes Jahr einen, der Rodrigo. Oder meinst du einen anderen Rodrigo? Dieser Rodrigo von Real, meinst du? Wen hat ein Real, Junges? Real fällt mir gar kein Junge ein, so, den die haben. War ein guter Gegner. War ein guter Gegner. War ein guter Gegner auf jeden Fall. Soll bis 25. November warten, wenn morgen nichts kommt mit UCL. Würde ich halt auf keinen Fall machen. So, ich habe halt gar keinen Bock, so die so lange zu halten. So, wenn das morgen nicht kommt, werden die bei mir weggehauen. Komme, was wolle. Ist sinnvoll, in Conny-Ballkarten zu investieren. Wenn das wiederkommt, ja, dann ist es natürlich sinnvoll, klar. Die sind auf Abstoß, ne? Diese Champions League-Karten, ne? Die kann man gefühlt eigentlich abstoßen, wenn morgen nichts kommt. Uff. Ja, okay, das sind die schmutzigen. Ich krieg für meine schon 1K. 950 1K krieg ich für meine, ja. Weil ich habe jetzt 82er. Ja, wenn man das hier durchgeht, da gibt es ja jetzt hier nicht so viele 82er. 950 1K kriegt man schon für die, wenn man die ein paar Mal anbietet. Wie jetzt, ja, wie jetzt von denen könnte auch sein. Was wollt ihr sehen? Chat, schreibt mal rein, was ihr sehen wollt. Ich glaube, ich mache nicht mehr so lang. Was sie von Bayern stimmt, stimmt von, ja. Wir können mal gucken, Silberkarten. Wir gucken mal Silberkarten, so die krassen. Was für ein Jahrgang müssen die sein? Bis wie alt dürfen die sein? Weiß das jemand? Cristiano, also Simeone, der ist. Hä? 2-3? Wahrscheinlich 2003, Digga. Das 23 maximal, ja, das kommt schon eher hin. Obwohl eher jünger, sage ich sogar. 23 wäre ja schon zu, oder? Future Star jetzt, Trex Junior. Das ist halt das Ding. Wie alt sind die aus der Bundesliga?
Des von Barca. Der könnte kommen. Der hat doch mal nicht mal so schlechte Weakfoot. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt ein krasses Talent ist. Selke auch zu alt. Sind alle schon zu alt. Ich glaube bis 21. Wie alt ist ein De Ligt? Wie alt ist so ein De Ligt, Chat? Der war ja vor 2 Jahren war der drin, oder? Ja, FIFA 19 war der drin. 24, okay, dann war der mit 22 da drin, ne? Den könnte ich mir vorstellen, dass der hier reinkommt. Der Baku, ja, so eine Karte hat. Eieiei. Wie sieht es eigentlich aus mit Silberspieler aktuell? Für 500. Oh, die sind gefallen. Wer einkaufen will, Chat, nehmt die mit. Für 400-500. Stellt die für 700-800 rein. Okay, den werde ich auch in Zukunft für mehr wegkriegen. So, ich will jetzt auch dick einkaufen hier alle. Aber wie gesagt, ihr wisst, die sind hinter meinen blauen Karten, das ist das Ding. Jetzt wird safe Rainer von Dortmund kommen. Von Dortmund können ja 2 safe dann kommen. Dieser Belling-Dingsbums da, Bellingham und der Rainer. So. Kann ich mir schon vorstellen. Den sieht jetzt gerade mal 21. Als ob der erst 21 ist, Digga. Ich dachte, der wäre so mein Jahrgang. Gefühlt so. Der ist 99 oder was? Krass, Digga. Ich hätte das niemals gedacht, ne? Der ist ja dann saujung noch. Ist schon krass. Das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, mindestens 23, eher 24 so. Hätte ich auch gedacht. Krass. Da sieht man aber, wie gut der schon ist mit seinen jungen Jahren, ne? Schau mal im Papier einfach 98. Ja, das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Sich überlegt. Und Mbappé auch schon. Spielt, guck mal, Mbappé spielt auch seit. Ist das das Richtige gewesen? Warte. Mbappé spielt seit 3-4 Jahren. So krass, Digga. Der kann auf jeden Fall auf Cristiano-Level kommen. So, komm. Auch Safe and Future ist da. Komm, wir filtern uns noch einen, der kein Mbappé Neymar oder so hat. Und dann denke ich mal für heute kürzer. Vielleicht morgen länger. Ihr müsst morgen hoffen, wenn morgen Champions League Karten gebraucht werden. Vielleicht auch 12 Stunden Stream Chat, wenn ich verkaufen muss. Durchgehend. Habt ihr Glück, kommt morgen 12 Stunden Stream. Sehr gut. Ich glaube, das oft quitten bringt was so gefühlt. Ich kriege jetzt 2-mal hintereinander schlechte Gegner. Vom Teams her. Wo würdest du empfehlen, jetzt rein zu investieren? Die letzten 3 Videos waren alles Investiervideos. Schau dir das an, geht alles noch. Also du kannst noch reingehen. Ja, diesen RF haben die heißen. Wie heißt denn der? Irgendwas mit K. Kowilanski gefühlt irgendwie. So irgendwie, keine Ahnung. Nee, Kowilanski war jemand anderes. Aber irgendwas mit K heißt der, oder? Ich glaube schon. Kowilanski war... Wo war ein Kowilanski? Wo spielt Kowilanski? Das ist doch der von Braunschweig spielt der, glaube ich. Oder, Chat? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, den gerade vertauscht. Aber der heißt irgendwas mit K. Sehen wir, ob seine 100k ÖV-Liste funktioniert. Ich zeige euch gleich was dazu. Die funktioniert auf jeden Fall barbarmäßig, Ben. Bleib einfach bis nach dem Spiel am Start, dann zeige ich dir was. Oder ich zeige das im Video. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen kann, ohne dass mein Stream abschmiert, weil ich habe jetzt keinen Bock, ich muss noch einen neuen Tab dann öffnen mit zweiter Account. Nicht, dass dann mein Stream abschmiert. Das ist nämlich letztes Mal schon mal passiert. Da wollte ich irgendwas zeigen und dann ist der Stream abgeschmiert. Und das ist voll... Ach, ich habe vergessen, Dings zu hoch zu drücken.
Aber ich kann dir sagen, die UV-Liste läuft sehr gut, die ich gemacht habe für 100k. Die werden wir auch die Tage, werden wir die restlichen Karten davon auscashen und eine neue Liste bauen. Aber ich sag mal so, ich kann das ja sagen, ich habe auf dem Zwot-Account, ich habe da einmal, zweimal am Tag angeboten. Wir haben die ja gemeinsam am letzten Freitag oder so gebaut. Ich bin da ja mit, oh, schade, mit 95k oder so reingegangen. Ich habe da 65 Verkäufe und die haben schon 110.000. Das heißt, wir haben noch 35 Karten und haben schon Gewinn. Also wir haben schon, die restlichen Karten sind Bonus so gesehen. Wir könnten die abstoßen, Rest ist reiner Gewinn. Der Gegner spielt auch wieder nett verkehrt, muss man echt sagen. Gut geblockt. Ja, das war gelackt. Das war gelackt, ich war perfekt dran. Ah, das war leider beschiss, EA. Ah, egal. Jetzt auch einfach sagen, ob die funktioniert, muss nicht zeigen. Die funktioniert, manche Karten gehen besser, manche Karten gehen natürlich schlechter. Ich werde das natürlich in meinem, also wenn ich ein neues Video mache, ich werde dann da, ich weiß nicht, wie viel müssen wir mit der Liste zusammenkriegen. Ich werde dann da von der 100k UV-Liste daraus dann, ne, wenn das zum Beispiel jetzt 150k werden oder 200k, wird das halt so eine UV-Liste dann, ne? Aber ich sag mal so, die geht sehr gut, ja. Ich habe durchschnittlich da im, wenn du so rechnest, 8 bis 10 Verkäufe pro Stunde mit der Liste gehabt. Das ist schon sehr stark, wie ich finde. Ach, Digga, flank doch gescheit. Ja, ich verstehe jeden, der das hier nicht macht, ne? So, ich bin ehrlich, würde ich hier nicht Streamer sein und das würde mit euch labern und so das dabei erzeugen. Ich würde das nie im Leben machen, ne? Ja, es geht einem ja so auf den Sack, mit so Schmutzspielern das zu spielen. Ah, egal, so, wir sind Karten. Boah. Der ist auch gut, der Gegner. Beim nächsten Tor gehe ich auch raus. Also, wenn wir keins schießen, ne? Prick, was soll ich mit denen machen? Abstoßen oder einfach nach den letzten Spielern einfach neue eintauschen? Oh, fuck. Letzte Chat gelesen dadurch. Ich würde, du bietest die einfach, die werden natürlich gesunken sein. Ich würde die einfach ein bisschen mehr anbieten, wie die natürlich kosten, auch leicht UV. Wenn die dann nicht weggehen, würde ich die weghauen und neue Spieler holen. Und Abfahrt, Simon, komm. Guter Ball. Tor, sehr gut gespielt. Weil bei 2-0 raus, wie sinnlos. Warum soll ich hier unnötig schwitzen, Digga? Man braucht hier Siege, Digga. Was anderes bringt dir bei dem Moilet nicht. Und ich denke mal, die Leute, die hier führen dann, die haben auch, und für die ist das doch auch besser, wenn man führt, dann quittet, Digga, so. Deswegen, ich finde das nicht schlimm, Digga. Wenn man 2-0 hinten ist, kann man ruhig quitten, finde ich. Oder seht ihr das so wie ich oder wie er hier schreibt, dass man da nicht quitten sollte? Eins, wenn ihr mir zustimmt, zwei, wenn ihr ihm zustimmt. Abseits. Abseits. Also ich würde, das ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Warum soll ich mir da aufs Maul geben lassen, so, wenn ich auch einfach dann quitten kann, Digga? Pff. So, es verschlechtert sich nichts dadurch, dass ich quitt. Gar nichts. So, das ist das Ding. Man kann immer ein Game drehen. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das mit so einem Müllhaufen, dass du das Spiel drehst, Digga? Wenn du 2-0 hinten bist. Okay, wir sagen 3-0. Willst du dann immer noch drin bleiben? Bei 3-0 hier. In einem Aufgabenmodus, Digga. Wo die eh alle rumschwitzen. Wo bleibt der Spaß, wenn man direkt aufgibt? Das Ding ist ja, stark die Pay. Ich drehe bestimmt hier das dritte 2-0. Ja.
Ja, keine Ahnung. Das Ding ist halt so, ich habe halt keinen Bock, mich. Guck mal, ich will auch Chat lesen, Digga. So, klar, wenn ich da voll reinschwitze, natürlich kann ich da die Spiele drehen, Digga. Aber da gehe ich lieber raus und scheiß drauf, Digga, ganz ehrlich. Digga, zweimal wieder, dreimal wieder zu ihm. Tor, Tor, safe, Tor. Ja. Es war so klar, er hat drei oder viermal da den Ball zurückbekommen. Das ist wieder so ein Dreckstor, so. Seht ihr das, Chat? M30 KTM. Ja, und Division 2 ist ja auch nicht schwer, Digga. Ich bin bei 2100. Bei 2-1. Ja. Ach du Scheiße, wieder was ein Dreckspass. Gelb bitte. Gar nichts korrekt, Jerry. Das ist schon krass. Digga, also, dass du hier nicht mal eine gelbe gibst, ist schon. Aber egal. Ey, pfeif doch wieder ab. Es ist wieder eine Minute drüber, Junge. Ey, Jerry, Junge. Das gibt safe wieder ein Gegentor. Pfeif doch jetzt ab. Digga, 2 Minuten wieder drüber, ja. Digga. Guck mal, der Ball liegt draußen. Warum pfeift man da nicht ab wieder? Ey, das ist so beschiss, dieses Spiel. Was ist das? Das kann nicht wahr sein, Digga. Der Ball war zweimal außerhalb des 16ers. Er pfeift nicht ab, Digga. Bei mir punktgenau wird abgepfiffen. Digga, zu krass, dieses Spiel. Wie man hier verarscht wird von vorne bis hinten. Bei mir 1 Minute 1 wird abgepfiffen, Digga. Zu brutal, wie man hier verarscht wird. Zu brutal, wie man wieder. Wie einem wieder an der Nase herumgeführt wird, Digga. Gehen auch ständiger Druck, Digga. Das kann doch nicht den Ernst sein, Digga. Mal auch nicht, das Freundschaftsspiel ist 200 Rückstand. Dann geht man raus und gibt selber den Win, probiert es neu. Geht nicht mehr auf die Statistik. So sehe ich das halt auch, Janik. So, es geht ja hier um nichts. So, Weekend League, klar, da hast du nur 30. Aber hier kannst du theoretisch. Kannst 10.000 Spiele machen, so. Es juckt nicht, so. Das ist so ein Beschiss gerade gewesen, ne? Dass du hier hinten bist, Digga. Dass es schon unentschieden steht. Schon. Ah, come on. Und mit 2 Toren hinten. Komm, wir bleiben drin, weil ihr gesagt habt, ich soll drin bleiben, Chat. Ihr habt ja gesagt, ich soll jetzt schwitzen. Dann schwitze ich jetzt mal. Aber ich sag, das wird wahrscheinlich nichts, weil der Gegner gerade in 2 Minuten 3 Tore macht mit dem Momentum des Todes, Digga. Das ist halt wieder Beschiss hoch 10. So. Man merkt das ja. Man merkt das ja, bei dir geht gar nichts mehr. Du wirst verarscht von vorne bis hinten wieder. Du machst hier wieder ein bombastisches Spiel, führst hier 2-1. Auf einmal Momentumwelle kommt, der Gegner führt auf einmal 4-2. Du weißt nicht mehr, wo vorne hinten ist, gefühlt. Seht das ja auch. Meine Spieler, die laufen nicht mehr. Und seine rennen und rennen und rennen. Ja, das war jetzt mal ein guter Ball von meinem Spieler. Ja. Sehr gut, Kira. Aber alles sehr, sehr lahm. Guck mal, ich bin wieder dran. Und wieder und wieder. Viermal am Ball gewesen schon. Fünfte Mal. Komm, pass ihn. Kriegst ihn doch eh wieder. Pass doch einfach, komm. Sechste Mal. Sechsmal muss ich den Ball holen, dass ich ihn haben darf. Ist das nicht krass, Chat? Jetzt seid mal wirklich ehrlich. Also es ist wirklich übertrieben krass, was man hier machen muss, dass man einen Ball haben darf. Ja, und sein Torwart wie Superman. Ja, ich glaube es auch. Guck mal, allein das eben mit 6 Mal den Ball haben, das hat alles über das Spiel hier wieder ausgesagt. Ich musste 6 Mal den Ball gewinnen, dass ich ihn haben durfte. Und das kann er nicht sein. Spätestens nach dem dritten Mal. Spätestens. Muss den Ball haben, ja.
Und die lenken sich wieder nicht. Ja, guck mal, der hat am Anfang echt gut gespielt, der Gegner, aber jetzt spielt er eigentlich nur noch Krütze, seit wir den pressen. Nice, komm. Machen und jetzt werden sich etwas verkauft, nicht mehr nachkaufen. Guck mal, ich sag mal so, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt als Beispiel einen Müller auf deiner Liste, nur als Beispiel, und verkaufst den jeden Tag einmal. Und du hast einen Hummels auf deiner Liste als Beispiel jetzt. Und der verkauft sich pro Woche einmal. Da ist ja klar, dass du so einen Hummels runterschmeißt. Ja, nice, Deepay. Ne? Ich würde Spieler, die nicht gut laufen, dann runterwerfen, die dann ersetzen gegen ähnliche Spieler. Zum Beispiel jetzt, mir fällt mir jetzt ein, statt ein Hummels, holst du dann zum Beispiel mal einen Laporte, nur als Beispiel, in Gold. Oder gibt es noch Innenverteidiger jetzt, wenn natürlich mit guten Spielern das machst. Ah, fuck. Ja, es ist halt zu leicht, ne? Schade. Ja, jetzt wird der sich hinten reinigen. Egal, ist ja nicht halt so, dass wir zu viel verballern. Und blind, ja, ihr solltet nie blind nachkaufen. So, wenn ich jetzt sag, kauft euch, wenn ich mir jetzt fünfmal De Gea als Beispiel habe ich ja oft auf meiner Liste. Wenn ich jetzt, ihr seht im Stream, dass ich fünfmal De Gea kaufe, dann kauft ihr nicht einfach so, dann versteht, warum ich ihn kaufe. Ja, guck mal, die Annahme war halt auch wieder sehr witzlos gerade. Ja, wir sind jetzt natürlich sehr, sehr offen. Ecke. Oder Freistoß. Ecke. Welche Spieler sind am besten zum Trainen? Das kommt auf dein Budget drauf an. Ich sag mal, mit Non-Mares kannst du gut Geld machen. Mit Silberspieler kannst du gut Geld machen. Du kannst aber auch mit Icons gut Geld machen. Ich habe letztes Jahr am Ende mit UV, mit Icons am Ende 50 Millionen gefühlt gemacht. Nicht ganz, aber was. Ja, nicht ganz, aber schon ordentlich Münzen gemacht am Ende. Gerade am Ende läuft das nochmal besser, wenn alle Icons da sind. Ja, ich habe kurz Stream gelesen, das war natürlich eine Schnapsidee. Ja, ich passe nach vorne. Nice, Deepay. So. Mehr soll blockiert werden. Komm. Ja. Okay. Ja, wir haben den jetzt immerhin beim zweiten Mal bekommen, den Ball. Ja, wahrscheinlich drücke ich das. Schuss, aber okay, vielleicht kommt er sogar als. Boah, wäre fast sogar noch als Vorlage gekommen, ne? Weiß einer, ob es hier Verlängerung, Elfmeterschießen gibt oder einfach fertig ist, Chat? Weiß das jemand? Weil, wenn es Verlängerung. Ich weiß, dass es einen Modus gab, wo es kein Elfmeterschießen gab. Gibt es hier alles oder. Nicht, dass das hier irgendwie nach 90 Minuten fertig ist. Ja, wenn es überhaupt so weit geht. Abseits, abseits, hundertprozentig abseits. Ah, hundertprozentig abseits. Das war, ich schwöre bei Gott, das war abseits. Hundertprozentig war das abseits. Lächerlich des Todes. Das ist ja unfassbar.
kriegst du so ein Scheiß-Tor, Digga. Das war Abseits. Wie soll denn das kein Abseits gewesen sein gerade? Ja, komm, das war's. Ah ja, guck mal, wieder darf er am Ball bleiben. Ja, feier dich. Junge, was schwitzt der denn noch so rein? Wird der erstmal umgehauen? Boah, Junge. Was ein Opfer, Digga. Er muss noch schwitzen in der Nachspielzeit. Ach, schade, hätten wir nicht verlieren müssen. Trading-Tipps für höheres Budget. Wie viel Budget hast du denn? Wenn du ein paar Millionen hast, würde ich dir UV mit sehr, sehr teuren Spielern sein. Guck mal, wie viel Luck der immer hatte, ne? Allein das erste Tor schon wieder. Ja, keine Ahnung. Niklas, komm, lass gut sein im Chat, Digga. Ist unnötig. Ja, unnötig, das zu verlieren, weil wir haben das eigentlich gedreht gehabt und dann kriegst du so ein Mülltore. Vincent, grüß dich. So. Wie lange geht eigentlich die Liste noch? Ist eigentlich noch jemand online, wenn ich... Weil sollen wir noch ein Game machen, Chat? Ein Game noch, oder... Es verkauft sich halt auch überhaupt nichts, ne? Diese Champions League Scheiße muss morgen weg. Wenn das morgen nicht kommt, die werden so auf den Markt gebuttert von mir. Wenn die Bayern spielen jetzt oder nicht? Die werden steigen. Wenn die natürlich benötigt werden am Donnerstag, gehen die noch hoch. Mach noch eins, okay. Ihr könnt ja schon mal gucken, ob noch ist noch jemand online überhaupt, den man raiden kann dann. Also. Ich weiß nicht so. In SBC wollte ich auf jeden Fall rein. So. Och, Junge, was drücke ich denn eher? Ich bin auch lost heute, Chat. Deswegen nimmt mir das nicht so übel, dass ich heute so lost bin. Champions League kann, ja. Die liegen noch rum, die 3.500. Viel Siege ich unter WL hol. Gegen den haben wir doch gespielt, oder? Ich sag mal, durchschnittlich Elite letztes Jahr, Digi, aber ich habe auch schon Top 100 geholt, also ich sag mal so, Elite eigentlich immer, wenn ich halt normales Team baue und durchspiele komplett. Aber ja, Elite 1, wenn ich sehr, sehr viel Glück hab und auch gut spiel, muss man einfach sagen. Und einmal Top 100, wie gesagt. Und die Champions, die kann. Gegen den mal gespielt, der geht raus, safe, oder? Neue Top-Partien SBCs. Champions League kommen immer am Dienstag und die normalen, also Bundesliga, Ligue 1 und so weiter, kommt immer am Donnerstag 19 Uhr. Wie sich die Pay spielt, nicht so geil, leider. Sehr langsam, träge. Schuss ist das einzig Gute bei dem, sag ich, es ist so. Der wird auch irgendwann abgestoßen in der SBC. Der war für die erste Weekend League zum Einwechseln ganz okay, das war's aber auch. Kommt DP. Guck mal, das ist halt DP. Er ist halt lahmarsch bis zum geht nicht mehr. Das ist halt. Dafür gibst du doch keinen Elfmeter. Willst du mich verarschen? Are you fucking kidding me? Gute Nacht, eSports. Gute Nacht. Du gibst doch nicht dafür Elfmeter. Schwer verwirrt oder was? Dafür gibst du Elfmeter. Ich stehe da. Ein Tschüss-Spiel. Nee, 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 nee. Not with me. Are you... Digga, eSports, Digga. Das war Elfmeter.
dann geht das Spiel verkaufen, EA. Wenn das Elfmeter war. Ich stehe da, er läuft leicht über meinen Fuß drüber. Elfmeter, Digga. Da oben Elfmeter. Da, also wenn das Elfmeter ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wir machen noch ein gescheites Game, aber das sehe ich jetzt eh nicht. Das können mich mal so Leute, Digga. Gegen Elfmeter geschenkt, Digga. Das können ja oder... Es kommt drauf an, ob morgen eine SBC kommt, ne? Muss mal auf ein Spiel. Ich mache eigentlich keine Abo-Games, Digga. So, Elva habe ich schon so oft gegen mich bekommen. Ja, das ist ein Witz, Digga. Mal Real Talk. Da, du kannst nicht für so eine Pipifax-Berührung Elfmeter geben, Digga. So. Keine Ahnung, Digga. So. Deswegen gehe ich da auch raus, Digga. Diese Entscheidung. Ja, die Schiedsrichter sind echt nicht gut gemacht, sag ich, wisst ihr so. Deswegen. Der Gegner. Kann auch wieder anschreiben, ist mir scheißegal. Oh. Ah, Petalchick, okay. Ah, das gehen wir rein. Aber ich mache eh nur noch ein Game Chat, ne? Also das sollte klar sein. Was geht ab, Petal? Hey, warum stand da gerade, ich habe Münzenabbruch gehabt? In Freundschaftsspiel-Chat? Ach, das steht auch, wenn ich in Freundschaftsspiel Anwendung schließen mache. Wusste ich gar nicht, okay. Ich habe das eben erst gesehen, dann bin ich reingegangen. So, ich mache noch ein Spiel dann. Oh nee, Digga. Dann warten wir, bis mein Stream zu Ende ist. So. So. Nee, Digga, einfach respektlos, Digga. Akzeptables Team, Freunde. Ah, fuck, mich diese Champions League Karten ab, Petal Chick, ne? Okay, ich hab das für die Aufgaben, das Team. Ich hab mein Hauptteam noch nicht gekauft. Ich hab aktuell, wenn ich alles verkaufen würde, 4 Millionen, 5 Millionen, safe. Aber ich hab noch nicht mal angefangen. Ich fang morgen an, wenn nichts kommt, morgen. Ja, morgen kann immer noch was kommen und es wurde eh geleakt, das Dings kommt hier Champions League 81 doppelt upgrade. Rote Karte hat er gegeben. Ich dachte, man kriegt kein Rot. Ach komm, are you fucking kidding me? EA Sports with the red card, Junge. Ja, und Freistoßtor macht er auch noch. Alter, wer will mich denn verarschen? Direkt raus. Ja, gar keinen Bock. Mit einem Paredes schießt er so einen Freistoß. Ich glaub's auch, Junge. Tschüss, Digga. Digga, was ist das denn? Für was gibt es... Ich schwöre, also langsam verstehe ich das Spiel echt nicht mehr. Egal, einfach raus. Nächste Game. Ist scheißegal, Digga. Das ist einfach nur fertig werden hier mit diesem Typen. Moin, Typen. Ein Game jetzt. Also einen Sieg wollte ich eigentlich noch holen. Ja, auch machbar. Oha, der hat diesen Di Maria hier rechts. Diesen krassen Di Maria da drin. So, na, kann man schon spielen, kommt. Das quitte ich jetzt noch direkt. Ja, 500 ist nicht viel gefallen. Würde ich alle einkaufen, hätte ich Platz.
verkehrt machen, kann schon nix. Für den Preis. Zu meinem Team bewerten. Ich werde gleich aufgehen, Digi. Einfach mal öfters am Start sein, Digi. Dann siehst du, wie ich die Teambewertung dann öfter mal mache. Ich bin mal gespannt, der hat auch diesen neuen Denier. Der ist halt fett, ne? Oh mein Gott, dass der Pass durchkommt, schade. Ja, ist jetzt schon schnell. Ja, und direkt gegen Konter oder abseits, korrekt. Vergangenen Weekend nicht auch eine rote Karte kassiert. Ja, ich dachte, es gibt keinen roten, ja, deswegen habe ich den eben so weggehämmert. Aber das war eigentlich, ich habe das schon so oft gemacht, dafür immer nur gelb oder gar nichts gekriegt. Ja, korrekt, das. Oh mein Gott, also wenn das dann kein Foul ist, dann weiß ich auch nicht, weil der spielt eigentlich nur mich, ne? Nice. Nice und Rage Quit. Damit kann man perfekt aufhören, oder Chat? So. Das geht irgendwie bei Spieltab oben da. Ja, ja, oben irgendwie im Stadion. Ah, eins noch. Boah, Chat. Ihr seid doch alle schon am Pennen, Digga. Dann müssen wir schon bei hier jetzt mal 20-1 lesen. Und mal auf jeden Fall die 130 Likes sehen. Heute muss man sagen, schon echt etwas schwächerer Stream. Aber das Ding ist, ich kann halt auch null trainen. So, ich verstehe das schon so. Und ich bin halt auch nicht so gut gelaunt. Das ist halt auch das Ding, so. Das Gameplay in dem FIFA findet. Ja, es ist echt nicht gut, Digga. Es ist sehr langsam irgendwie. Mir fehlen noch einige Siegen. Ich glaube so 6 Stück oder so. Aber ich sehe den eh nicht, diesen Moilet, wenn ich ihn fertig habe. Das ist das Ding. So. Swissy, komm, hau rein, Digga. Silber 3 Bob, Junge. Ah. Stabil, Dominik, ich hab 6. 3 Millionen Transferlös für Road to Glory ist auch sehr, sehr stark. Aber ich werde auch jetzt erstmal ja, Richtung 5 wieder gehen. Wenn die Champions die Karten wechseln. Ach, der hat Mbappé. Direkt raus, der ja, gar kein Bock. Ich gesehen, dass er Mbappé hatte. Gar kein Bock auf den Mbappé, ne. Ich hätte gesagt, wenn Mbappé drin ist, Digga, mit 60 Chemie, Dings, 60 Pace-Verteidiger, es macht null Sinn. Ich habe vorhin mitgezählt, ich hatte eine Aktion, ne. Ich habe den zugestellt, perfekt. Er hat 6 oder 7 Mal den Ball hintereinander bekommen. Deswegen, ja, ja, Digga, aber okay, ich habe halt auch so Verteidiger, die nur, was haben die, abfangen oder so? Dieser, was hat denn der abfangen für einen Spaß oder so? 75 geht eigentlich sogar klar, fühlt sich aber deutlich schlechter. Bei Spieltag, Pettelchen, ich kann das nicht zeigen. Das weiß ich nicht. Oh, Neymar in Blau, Digga. Junge, hau rein. Wieder ein Weltschritt machen, gar keinen Bock. Bau mal dein neues Team. Ich habe schon gebaut, ungefähr wie ich bauen will, aber ich werde das erst in 2, 3, 4 Wochen bauen und schauen. Wir werden hier auf jeden Fall quitten, Digga. Gar keinen Bock auf einen Neymar. Da, 2 Millionen Transfer, ein Kollege, der nur eine Woche nach mir einfach
holt mich bald ein. Bau dir eine ÖV-Liste mit guten, beliebten Spielern, Digi. Ach, Digga, es muss doch mal. Wenn wir jetzt wieder Mbappé Neymar treffen, gehe ich auf Chat, weil kein Bock mehr, jetzt 10.000 Mal zu suchen. Immer Mbappés, Neymars. Ach, Ruffy kriegt ja am Wochenende auf den Sack, stimmt ja. Weil Bayern gegen Dortmund spielt. Ey, ich glaube, ich habe den Bug-Chat, dass ich nichts mehr finden darf jetzt. Ich glaube, ich kann keinen Gegner... Ah, doch, ich kann ihn finden. Okay. Ich dachte kurz, ich kann keinen finden, weil ich so oft gequittet habe. Das gibt ja ab irgendwie wann Softbann beim Quitten. Jo. Ach, Mbappé. Nee, raus. Ich dachte mir so, angenehmes Team... Hab aber den Mbappé. Ne. Ey, Junge, warum schwitzt ihr alle so mit Mbappé? Die sollten einfach einstellen, nur Spieler mit 4. Ja, Digga, der reicht für diese Müllhaufen. Wieder raus. Wir machen noch 2 Mal. Nee, sehe ich absolut nicht ein, Digga. Kein Bock, gegen diesen Mbappé zu spielen, Digga. Der geht mir so auf die Eier, der Typ. Geht mein Weekend League gegen mein Billisch-Team schon auf die Eier. Die bauen will, die L-Karten für Einkaufswurf verkaufen muss. Ich zeige euch gleich, was ich brauche. Obwohl, ich kann euch jetzt zeigen, was ich für ein Team bauen will. Also, ich kann das jetzt noch nicht kaufen, weil ich durch die Champions League-Karten einfach zu viel Minus mache. Das war keine gute Idee, in die zu investieren. Aber, das würde ich gern bauen, so in 3 Wochen. So hätte ich das Team hier gerne. So habe ich ungefähr geplant, Chat. So ungefähr würde ich gerne spielen. Vielleicht noch statt Koscielny, Maldini oder Plonk oder so. Aber sonst perfekt das Team. So. Stimmt, Cuadrado rechts. Ja, stimmt, Cuadrado könnte man jetzt von der. Er war damals noch nicht drin, als ich den. Ja, Can. Digga, guck mal, ich bin ehrlich zu dir. Ich spiele eh nur bis Gold 3. Das Gameplay fuckt mich eh mega ab, so. Ich, guck mal, ich sag, wenn die Weekend League Streams gut ankommen würden, würde ich das, Digga, wieder MVP. Das kann doch nicht wahr sein. Jeder hat den, Digga. Es kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein. Dann würde ich den, Dings, würde ich, das streamen. Aber die Weekend League Streams sind halt wirklich die Streams. So, natürlich, am Wochenende ist die meiste Konkurrenz, aber die kommen am schlechtesten an, so. So, 2 Mal noch, wenn 2 Mal nochmal Mbappé kommt und Neymar, dann, Digga. Auch am überlegen, wenn die Goldkarte mir irgendwie echt gefällt. Ja, der sieht echt gut aus, der Paulinho. Kostet 100.000, ich denke, das ist das Beste, was du kriegen kannst unter einer Icon für ZM-Bereich. So, ich könnte auch theoretisch den Renato Sanchez einbauen, aber finde ich viel zu teuer für den Preis. Lass den mal ein Tor machen, Digga, der fällt direkt um 40.000 oder so. So, ich sehe, glaube ich, hier keinen Mbappé Neymar, ne? Und ich sehe 2 Silberkarten. 3 sogar. Aber der hat einen 5-Sterne Wigfurt-Stürmer. Aber sollte man packen. Let's go. Ihr habt den Mbappé als Leihkarte, nervt extrem. Ja, deswegen einfach diese Leute, die mit diesen Leihkarten spielen, disrespekten, rausgehen, dass die Leute das lernen. So, anders lernen diese Leute das nicht. Spiel einfach mit fairen Karten, Digga. Nicht mit Leihkarte. Okay, ich quitte auch, wenn die nicht die Leihkarte haben, aber das juckt ja nicht. So, wenn Mbappé Neymar drin ist, gehe ich raus. So, ich gehe auch gegen den raus, wenn ich 2-0 hinten bin, so. Aber ich muss sagen, meistens habe ich gewonnen, die Leute, die keinen Mbappé-Neymar hatten, so, die gleiches Team ungefähr hatten, weil, ich bin ehrlich so, dieser Mbappé, der ist ja so krass, du musst einfach nur laufen mit dem, ich denke auch, Mbappé ist krasser wie Neymar, so, glaube ich schon. Weiß jemand aus dem Chat, habt ihr beide gespielt und könnt das einchatten? Einchatten, Digga, einschätzen, mein Güte! Me, the world will never fear new, but here's two losers sleep rising up at dawn every week. I
Was ist das plötzlich? Ja. Das lädt er bald wieder hoch. Ja, das kommt die Woche. Ja, das kommt diese Woche, hat er schon angekündigt im Stream. Ja. Der hat gemeint, so die Leute wieder verarschen. Mit diesmal muss man dem einen Brief schreiben oder so. Aber Digga, du siehst ja, wie viele das geglauben. Das ist Rückschwert für den sein Kanal, glaube ich sogar. Soll ich das mal machen, Kappa? Das müsste ich eigentlich machen, wenn PS5 rauskommt. Nice, Simon. Guter Schuss. Findet ihr CR7 besser oder Mbappé? Ich muss wirklich sagen, ich bin ja CR7-Fanboy, aber Mbappé ist schon besser, beweglicher. Geht der vielleicht raus, der Bruder? Und also ich muss sagen, Ronaldo ist gut, wenn der im Strafraum ist, aber ist er außerhalb des Strafraums? Ja, einzig, was wahrscheinlich der Vorteil ist, ist wahrscheinlich der Kopfball, sage ich, wie es ist. Mal gucken, wenn der einen Inform kriegt, wäre schon schmackhaft. Aber ich glaube nicht, dass er einen kriegt. Müsste der aber eigentlich. Boah. Also ich denke mal, Ronaldo wird eh wieder als 12. Mann reingewählt. Lewandowski und Lewandowski und ja. Das sind 3. Und der 4. Mann wird dann Ronaldo. Also der 12. Müller. Der wurde als hier bester Zehner der Welt ausgezeichnet. Nein, Müller. Wie heißt das im Chat? Weiß das einer auswendig? Nee, der wurde was anderes gewählt. Bester Spielmacher oder so. Irgendwas wurde der gewählt, Müller. Doch. Der Welt wurde der sogar gewählt. Das wäre schon geil, aber der wird halt absolut schmutzhaft sein. Aber den könnte sich jeder leisten. Schreibt er mir oder was? Was will. Na, das ist nicht der. Was heißt denn das? Kann jemand Englisch chat? Englisch ist zu schlecht, Digga, sag ich es. Ach, der will außerhalb des Tores schießen, oder was? Meint er damit, ne? Ah, ja, okay. Also lass mich bitte. Ja, okay, das erste habe ich verstanden, aber das zweite dachte ich erst. Ich wollte jetzt schnell Dings hier, dass ein Schwing Inaktivität weggeht. Der hat dich beleidigt, wahrscheinlich. Da war keine Beleidigung. Ich kenne alle Beleidigungen, Digga. Kennst du? Hast den. Also, Worte. Gibt's Elfmeter? Ey, das ist. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ich habe den Ball gepl. Ey, ES Boss, das ist Bullshit Game. Ach, come on. Digga, ich schwöre auf alles, ich habe nichts gemacht. Nee. Und im Gegenzug verballere ich die nächste Chance. Da war ich höher noch 2-1. Ach. Der hat dich wirklich beleidigt. Wie hat, was, wo war denn beleidigendes Wort? Dann sag mir bitte. Ja, ich auch nicht. Digga, ich glaube, der Chat will mich pranken. Der Chat will mich pranken. Safe, weil der Chat ist oft auf 31er Basis unterwegs. Ich kenne den Chat mittlerweile. Ich kenne die ja schon ein paar Jahre mittlerweile. Der Chat ist oft so gegen mich. Safe. Chat ist safe. Ah, hat der mich beleidigt? Also können wir den melden, Chat? Dann machen wir das natürlich. Ach, die Pay. Egal, dann wird der schon gemeldet bei PSN. Digga, wie man, so Leute, okay, die wegen Weekend League schreiben, okay. Habe ich selber gemacht, kann ich noch so halber nachvollziehen. Aber wegen einem fucking Freundschaftsspiel, Digga, wo du mit deinen Leihschmutzhaufen Mbappé ankommst
und dann mich voll texten will. Petlcheck ist wieder aktiv im Chat. Man hört die Tastatur rattern. Stark. Marcel, grüß dich, Junge. Komm rein, Simon. Nice, geht der? Ja, geht noch nicht, schade. Okay, ich dachte, ihr prankt mich, dass er mich beleidigt hat. Weil ich habe nur gelesen, lass mich doch bitte ein Tor schießen oder so. Heißt das, dachte ich im ersten Moment. Du kannst sogar gebannt werden, wenn du einfach den Leuten schreibst, ich bin EA mit, ich bin PSN-Mitarbeiter, ne? Ich habe mir mal da die Richtlinien durchgelesen. Du darfst dich nicht als PSN-Mitarbeiter ausgeben, das kann mir dafür welche gebannt. Das ist schon krass, aber guck mal, ich wäre an dem Gegner seiner Stelle schon längst im nächsten Game. Boah, Digga, der hat die Granate gerade rausgehauen. Hier der 75er Gold-Typi. Ich glaube, das kannst du nicht so eigen, so wie der schreibt, der Charm. Ich glaube schon, Petlcheck. Das war vielleicht verbuggt, dass das eine Pfoste war grün, der andere rot oder was? Ja, der hat wahrscheinlich ein rotes Tornetz gehabt, oder nicht? Wie mache ich am besten Coins? Das kommt auf dein Budget an, aber ich kann dir empfehlen, wenn du wenig Münzen hast, Ausrufezeit schön 100k, das ist so die Methode, wenn du relativ wenig Münzen hast mit Non-Western zum Start. Da kannst du dich gut hocharbeiten. Bester Mann, deine Tipps sind ersparbar. Freut mich, dass bei dir gut ankommt, mein Guter. Ja, das Game sollten wir gewinnen, denke ich mal. Ich muss sagen, dieser Dings ist echt krass. Ich hoffe, dass der einen Inform kriegt, dieser Gelsen Martins. Ja, leider. Aber ich hoffe immer noch auf den. Korrekter Wahl, Freunde, dass ihr am Start seid. Aber wie gesagt, ich sag das auch nochmal, wenn ich irgendwie ein bisschen heute wieder schwer verwirrten Eindruck mache, nehmt mir das nicht so übel. Für? Oh Mann. Digga, hab ich dir das gesagt, dass ich einen Joe Gomez kaufen will? Der ist bei 500.000. Ich hab noch gesagt, so, der war ja 400, ne? Ja, guck mal, deswegen, ich bin ehrlich, mir geht's eigentlich aktuell so dadurch scheiße, Chat, ich sag, es ist so. Deswegen bin ich auch sehr gereizt, so, das entschuldige ich mich auch dafür, so. Die Gegner fucken mich halt auch zusätzlich dazu noch ab, so, das hat das Ding, aber ich will halt trotzdem für euch aktiv sein und Videos machen, so, weil das sehe ich ja so gesehen als nicht Selbstverständlichkeit an, aber ich hoffe auch einfach, dass ich dadurch ein Flash irgendwie den Kopf frei kriege, so. Meinst du jetzt? Nee, Manuel. Verkauf erst am Ding dein Team. Jetzt verkauf gar nichts. Todibo ist doch safe besser wie Morel. Ja, wird Donnerstag wird alles steigen. Also, wenn ihr Team verkaufen wollt, Jungs, immer Donnerstag verkaufen. Mittags, Donnerstags. Weil die meisten Leute kaufen da ihr Team mittags, wenn die von Schule, von Arbeit kommen. Ja. Ach, der Schmutz passt direkt. So Spieler würde ich halt nie kaufen mit sowas. Also mit Basic. Ich würde aber mit Shadow kaufen, ganz ehrlich. Schlechter Pass.
Aber wegen Roadrunners liegt doch alles, oder nicht? Donnerstag werden trotzdem viele einkaufen, Digga. Hundertprozentig. Preise werden vielleicht nicht so anziehen wie die letzten Wochen, aber ihr werdet trotzdem am Donnerstag eure meisten Münzen kriegen. Also so war es die letzten Wochen. Würde mich jetzt... Guck mal, wir hatten auch OTW-Event und was hatten wir noch? Dieses andere Event jetzt. Rulebreaker, genau. Das ist mindestens genauso gut wie Road to the Fine. Denkt ihr, was wird die teuerste Karte sein? Ich denke mal, so eine 2-Millionen-Karte wird drin sein, Road to the Fine. Was tippt ihr, wen die reinmachen, Chat? Nee, Ronaldo war noch nie drin, oder? Nee, Ronaldo... Das war der... Inform Ronaldo, wir hatten. Und am nächsten Tag... Ja. Nee, da gab es noch gar kein Road to the Final, wo wir die hatten. Ronaldo ist höchst... Was? Mané war der höchste, oder? Ah, Van Dijk oder Mané. Ja, irgendeiner von... Korrekt, danke für deine Hilfe. Gerne, ich helfe euch immer gerne, Jungs. Todibo direkt mal eine gelbe abgeholt. Der geht so gut weg bei mir. Denkst du, so ein Lucas Moura kommt? Tottenham spielt doch gar kein Champions League, aber Euroleague-Karte stimmt, könnte er kriegen, ja. Weg mit der. Ja, ich denke mal 2. 2 in diesem. 2 werden kommen. Ey, spielt der Dings hier wieder? Ich könnte mir vorstellen, dass die den wieder einfach bringen, diesen Kent. Spielt der Europa League oder Champions League? Gnabry mit Pace wäre geil. Digga, es ist kein Pace-Event, Digga. Das ist einfach... Okay. Den man jetzt verkaufen wegen TOTW. Manuel, genau. Den würde ich jetzt verkaufen, weil der wird morgen günstiger sein. Dasselbe ist mit Kimmich. Ich habe ja Kimmich im Team, den goldenen. Der hat Inform. Habe ich verkauft. Ist... Ach, scheiße, Digga. Jetzt müssen wir wirklich schon mal ein bisschen schwitzen auf Ball. 4-3 kassiert. Oh, jetzt wird der Pressing alles rein, Mann, Digga. Ist so unnötig, weil ich so nur Chat lese, Digga. Nix mehr mache. Ich wollte nur noch den Ball gefühlt nach vorne. Boah, wenn wir das noch verkacken, das wäre richtig unnötig, Chat. Aber es gab. Ich glaube, die Karte können nicht über 90 sein bei Road to the Final Pedal Chick. Ronaldo geht hier gar nicht. Servus, FC Bayern. Wenn Alfonso Davis kommt, dann wird dieser Douglas Costa durch die Decke fliegen. Der wird dann über 550.000 sein. Wie viel ist der? Nein, das kann doch nicht sein, dass er den nimmt. Der ist gut. Du hast den viel zu früh weggehauen. Ja, nice. Ja, ist bei den meisten Karten so. Dieser Cordado hätte ich auch mitnehmen müssen. Ich habe so viele Karten im Kopf gehabt, die ich mitnehme. 130, 135, ja, kostet jetzt 180 oder so. Wenn Ronaldo morgen kommt, wirklich, wird dieser Cordado schon bei 200 sein. Ja, kann man machen. Ich glaube, dieses Jahr ist wieder so richtig wichtig, so in so High-Rated und so Informs-Zeug zu gehen. Nicht mehr in so Kleinzeug, wo jeder... So Kleinzeug ist das Ding, dass halt jeder reingehen kann. Das ist halt die Scheiße so. Und so ein Cordado 100 Mal holen, das kann halt nicht jeder. Das ist halt dann sinnvoller. Ja, Digga, wahrscheinlich war der für den gedacht, Digga. Der spielt ein Meter neben dir, spielt zu ihm, Digga. Meinst du nicht, Cordado ist schon overpowered wegen Ronaldo in Form? Das ist der beste Serie-A-Rechtsverteidiger. Das ist generell der beste Link, den du zu Ronaldo machen kannst, außer Eusebio.
Und Eusebio kostet keine Ahnung, wie viele Millionen. Ich denke, viele werden Ronaldo mit Cuadrado linken. Monet lässt sich gut spielen, hab Neymar und Pogba Antwort perfekt für mich. Oh, stabil, Jay. Einfach für 130k mitnehmen. Ja, das war schon sehr billig. Ich wollte ja auch gestern noch einen mitnehmen, hab's nicht gemacht. Nee, gestern war ja schon 150, da habe ich ja gesagt, nehme ich nicht mehr mit. Egal, gewonnen. Verdienter Sieg. Obwohl wir die letzten paar Minuten nur rumgeeiert haben, haben wir uns 10 Minuten angestrengt, haben wir 2, 3 Tore gemacht. Easy. Boah, Pedelcic atmen mal nicht so. Wir gucken mal kurz, ob sich was verkauft hat. Hä? Wow, Digga, ich verkaufe jede Runde 2 Champions League Karte. Ah, nicht mal. Ja, jetzt. So, Chat, ich guck mal, ob noch jemand on ist, den wir raiden können. Danke auf jeden Fall für den sehr, sehr guten Stream, Freunde. Ich guck mal, ob ihr könnt ja mal auch reinschreiben, wenn ihr noch jemanden seht, der online ist. Okay, von meinen Dings ist keiner on. Ja. Naiv. So. Ne, da ist keiner mehr online, Chat. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Chat. Haut da rein. Lasst mir noch sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu wart. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht, Freunde. Haut rein. Ciao, ciao. Bis die Tage.